Bevor ich einen Ben vorstelle, er kommt nicht in Form von einer E-Mail direkt vor, erkläre ich nochmal kurz, wie der Aufbau ist. Das war die ursprüngliche Planung, wie wir reingehen wollten. Jonas sollte eigentlich heute Morgen im Raum Baden von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr das Prinzip vorstellen, was sie in Schweden bei BWin gemacht haben. Und dann sollten wir eigentlich nach der Kaffeepause darauf aufsetzen und dann mal zeigen, was wir daraus gemacht haben. What's next, hat man ja das ursprünglich genannt. Das heißt, was sind die nächsten Schritte? Der Jonas hat uns leider absagen müssen, weil sie einen Release-Termin mitten reinbekommen haben. Böse Stimmen munkeln, dass zurzeit die Eishockey-WM in Stockholm stattfindet und dass der Jonas Karten dafür hat. Aber das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall haben wir dann gesagt und haben gefragt den Herrn Jürgens, ob es möglich wäre, dass er hier rüber switcht, sodass wir seinen Vortrag praktisch hinten dranhängen. Und das hat zum Glück geklappt. Wir werden hier auf jeden Fall, so sieht der neue Plan aus, dennoch eine Pause einbauen, wenn auch wahrscheinlich nur so 5-7 Minuten, aber es reicht vollkommen aus, um aus diesem Raum hinaus zu strömen und in die anderen mit Sicherheit nicht weniger interessanten Vorträge auch zu gehen. Also für alle die, die gesagt haben, ich nehme jetzt nur die erste Hälfte mit, es lohnt sich, weil wir werden auch in der ersten Hälfte schon zeigen, was wir gemacht haben, nur halt ein bisschen mit der umgekehrten Reihenfolge, dass nochmal die Erfolge, die damit schon erzielt wurden, halt im zweiten Teil noch dargestellt werden. Für alle, die also zwei Teile bleiben, wunderbar. Es ist auch die ideale Vorbereitung für diejenigen, die morgen im Tutorial Day bei unserem Context for Java Workshop dabei sind und dort eben mal hands-on aktiv mitmachen wollen. Hands-on ist nämlich der Ben. Der Ben ist derjenige, der heute die ganzen Demos machen wird und er macht sie richtig aus der Sicht eines Professional HR Software Engineers. Ben, vielleicht noch ein paar Worte zu dir. Genau, ich war letztes Jahr auch auf dem Entwicklertag und habe mir auch den Vortrag vom Hagen angehört über Design by Contract und das hat mich so inspiriert, dass ich dann dachte, Mensch, dieses C4J musst du dir mal anschauen. Und nachdem ich ein bisschen damit rumgespielt hatte, bin ich dann sehr schnell dazu gekommen, mal selber so ein Design by Contract Framework zu implementieren. Das hatte dann sehr viel mit Annotationen zu tun. Daraus ist dann ein Framework namens Java on Contracts hervorgegangen und nachdem der Hagen dann zu Andrena kam, Ende letzten Jahres, haben wir uns nochmal zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie würde eigentlich ein optimales Design by Contract Framework aussehen. Und daraus ist jetzt C4J 4.0 entstanden, quasi der Nachfolger von dem Framework, was der Jonas Bergström entwickelt hat, der das ja letztes Jahr auf dem Entwicklertag auch vorgestellt hat. Und wie gesagt, Ben wird hier die ganzen Demos machen, weil wir wollen nicht nur Folien zeigen, sondern wir wollen auch zeigen, wie es funktioniert und dass man mal ein Gefühl dafür bekommt, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Und für alle die sagen, ich will noch mehr mitmachen, wie gesagt, morgen beim Tutorial Day, da ist allerdings alles schon ausgebucht, da kann man dann nochmal richtig in die Tasten greifen. Da machen wir auch Coding-Dojos oder Contract-Dojos sind es dann und das macht richtig Spaß. Haben wir ja schon so 2-3 Durchgänge gemacht. Steigen wir ein. Die erste Frage ist die, gibt es Schutzengel in Java? Und wenn ja, wie sehen sie aus? Die zweite Frage ist, was sollen diese komischen Stäbchengebilde hier? Und die dritte Frage ist, was hat das alles mit Poker und mit Dominosteinen zu tun? Das ist genau der Teil, den uns der Jonas erzählt hätte, wenn er heute da gewesen wäre. Wie gesagt, wir hängen ihn hinten an. Vor einem Jahr bin ich hier mit der Frage reinmarschiert und ich hoffe, heute wissen es alle, wie die Antwort lautet, was ist denn eigentlich zum Teufel OOP? Das war genau die Frage, die wir im Entwicklertag 2011 gestellt hatten, denn der Tim, der sitzt da hinten, hat in seiner Einführung was sehr Schönes gesagt. Er hat nämlich gesagt, wenn eine Entwicklung, wenn ein kleiner Trend zu einem großen Trend, zu einem Mainstream wird, dann passiert es recht häufig oder es besteht die Gefahr, dass grundlegende Aspekte, grundlegende Ideen dahinter, dass die entweder verwässert werden oder sogar ganz verloren gehen. Und man denkt dann, man würde was machen und tut es tatsächlich gar nicht. Und es passt eigentlich perfekt auf den Vortrag hier, weil die Kernidee, die dahinter sich verbirgt, ist die, wir haben so auf dem Weg in die Objektorientierung was liegen lassen und es war nicht unwichtig. Und dass es sogar eine große Wirkung auf das hat, was wir jeden Tag tun, das versuchen wir hier zu motivieren und zu zeigen. Karlsruher Entwicklertag damals haben wir auch Fragen gestellt bekommen und falls am Schluss sich keiner traut zu fragen, werden wir genau diese Fragen stellen, denn das waren die Aspekte, die auch von Andrenas Seite direkt an mich herangetragen wurden, damals, wie wir uns kennengelernt haben, zementieren diese Verträge nicht den Code, sodass eben Refactorings unterbleiben, kann automatisches Refactoring dann noch funktionieren, was für Werkzeugunterstützung brauche ich da was Spezielles. Kann man als TDD-Verfechter überhaupt dran denken, mit Vertragsklassen zu arbeiten oder ist das nicht ein Riesengegensatz? Ist der Vertrag wirklich weiter weg, abstrakter als die Implementierung selbst oder mache ich nicht alles doppelt?
und verletze ich damit nicht das Try-Prinzip? Das waren alles gute Fragen. Wir haben versucht, damals die Fragen zu beantworten. Richtig iterativ und inkrementell wollen wir natürlich auch arbeiten. Und wir haben damals vor einem Jahr das Ergebnis von der Diplomarbeit von der Jana Stoeva, die inzwischen auch bei der AMP Trainer ist. Ist Jana da? Ich glaube nicht. Ach, Jana da hinten in der Ecke. Die Jana in ihrer Diplomarbeit ausgearbeitet hat, der sogenannte D3 Explorer. Und spätestens da hat es dann beim Ben geklingelt. Er hat gesagt, Hagen, pass mal auf. Wenn ich so ein Tool brauche, um täglich zu arbeiten, dann hast du bei mir schon verloren. Nix Plugin, nix Code-Generierung, nix Unterstützung durch irgendwas. Ich will ganz normal in meinem Eclipse arbeiten. Das war eine der Anforderungen, die der Ben auch an sich selbst damit gestellt hat. Und die andere war, Hagen, weißt du, das ist zwar nett mit diesem Interface und ich habe dann die Vertragsklasse dazu oder Klasse und ich habe die Vertragsklasse dazu und das Interface oder die Klasse zeigt dann über eine Referenz rüber auf den eigentlichen Vertrag. Aber dadurch, dass der Jonas das so designt hatte, dass Pre- und Post-Conditions für die einzelnen Methoden, also SetX hat dann eine Pre- und eine Post-Condition, ich erkläre auch gleich, was es soll, dass diese Namen durch diese Pre-Underline und Post-Underline gesetzt sind, machst du uns unser schönes Refactoring kaputt. Das ist designtechnisch schon ein Riesenproblem. Und das waren alles die Herausforderungen, die der Ben mit sich nach Hause getragen hat nach dem Vortrag. Und dann kam irgendwann diese E-Mail bei mir an. Ich saß nichts an im KIT. Ich war nicht geteert und gefedert worden, zum Glück, nach dem Entwicklertag. Das war ja schon mal gut gelaufen. Man hat also tolerant mich leben lassen, obwohl ich da Dinge gemacht habe, die eben noch nicht agil waren. Und dann hat er geschrieben, Hang, pass mal auf, ich habe mir das angeschaut und ich finde es echt spannend, was du da gemacht hast. Ich habe eine Idee, wie es sein könnte. Und dann bin ich auf diesen Link gegangen und habe mir seinen ersten Ansatz angeschaut, habe die Hände in meinem Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, um Gottes Willen, das habe ich schon mal gesehen, so funktioniert es nicht, aber wie sage ich es ihm? Und dann habe ich beschlossen, ich sage gar nichts. Weil nach dem Motto, du kannst nur was falsch machen, wenn du da jetzt auch noch Öl ins Feuer gehst. Am 15.10. bin ich dann bei der Antrainer aufgeschlagen und einer der ersten, mit dem ich mich auch zusammengesetzt habe, war der Ben. Ich habe gesagt, du, deine E-Mail von damals, die war schon gut. Wie, du hast die gelesen? Ja. Und ich habe auch eine Idee, aber lass mir dir was zeigen. Und die Folie habe ich auch dabei. Da werden wir nachher sehen, was mir bei dem Ansatz damals nicht gefallen hat und was wir dann alles anders gemacht haben. Zeit genug, jetzt aber wirklich reinzugehen. Und die erste Frage ist, was ist denn eigentlich objektorientierte Programmierung? Ich liebe das Stöbern nach Definitionen, weil ich finde, wenn man die Definition nicht kennt, tut es einem unheimlich schwer, überhaupt zu verstehen, auf was man arbeitet. Und der Matthias hat mich immer darauf hingewiesen, Hagen, es gibt zwei Definitionen für Objektorientierung. Es gibt einen Erfinder. Es gibt einen Erfinder, der sitzt nicht hier, sondern da oben, Alan Kay. Und Alan hat eben ein klares Statement 2003 abgegeben, was denn eigentlich Objektorientierung ist. Ich lese es vor, weil ich denke, von hinten ist es nicht lesbar. OOP to me means only messaging, local retention and protection and hiding of state process and extreme late binding, ich gehe mal hierher, of all things. It can be done in Smalltalk, Antrainer ist gebaut auf Smalltalk, and in Lisp, das kann der Matthias auch, Symbolics sage ich da nur. There are possibly other systems in which this is possible, but I'm not aware of them. 2003. Also nicht 1967, 2003, but I'm not aware of them. Das heißt auf gut Deutsch, es ist nur Lisp und Smalltalk objektorientiert. Vergesst den Rest. Wer alles hier programmiert Lisp und Smalltalk? Ihr seid die vergessene Gemeinde. Aber weiter unten fügt er noch was dazu. One of the things I should have mentioned is, das war wirklich ein Nachtrag, that there were two main paths that were catalyzed by Simula. Simula? Wenn man sich den Baum der Objekte oder der Programmiersprachen anschaut, da gibt es tatsächlich eine Sprache namens Simula von 1967, Schwedisch. Und da ging es darum, Simulationen auf einfache Weise durchzuführen. Kommentar von Matthias zu Simula, das war eine der Programmiersprachen, mit denen man Großrechner tatsächlich lahmlegen konnte. Also in die Knie zwingen konnte. Und dieser Weg, der über Simula ging, der hat sich aufgespaltet in zwei Richtungen. The early one was the BioNet Non-Data Procedure Route that I took. Und das war der Weg in Richtung Smalltalk. Es gab aber noch einen zweiten Weg, den er sieht. Und dieser Weg, den beschreibt er so, the other one, which came a little later, as an object of study, was abstract data types, and this got much more play. Und dieser Abstract Data Type Way, den sieht man hier drüben mit Eiffel. Das war Bertrand Meyer, der das vor allen Dingen getrieben hat,
Und der hat alles auf abstrakten Datentypen aufgesetzt. Und Java selbst basiert auch eher auf dieser Idee der abstrakten Datentypen, oder es basiert eigentlich darauf und nicht auf der Smalltalk-Idee. Das heißt, wir befinden uns hier drüben in dieser Welt und da ist die Frage jetzt die, okay, und was ist jetzt die Definition von dieser Welt hier drüben? Und diese Definition beantwortet Bertram Meyer immer mit diesem Dreieck, ich finde es sehr hübsch. Er sagt, pass mal auf, ein Software-System hat eigentlich nur drei Kernelemente, das sind nämlich Prozessoren, auf denen Methoden auf Datenstrukturen ausgeführt werden. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Und ich kann jetzt solche Systeme, wenn ich sie baue, verschieden schneiden. Ich kann mit verschiedenen Brillen rangehen, um die Komplexität zu bewältigen, die in diesem System halt drinsteckt. Nichts ist trivial in unserer Welt inzwischen. Und eine Möglichkeit, die Komplexität zu schneiden, ist, dass ich eben über die Methoden gehe. Das haben wir in den 70er, 80er Jahren genannt, haben strukturierte Programmierung genannt. Und da gab es die primäre Fragestellung, was ist die Hauptfunktion des Systems? Hauptfunktion auf Englisch heißt Main, deswegen haben wir bis heute noch in unseren schönen Sprachen wie C, C++, aber auch Java eine Main-Funktion und da fängt alles an. Was ist die Hauptfunktion des Systems? Es gab dann aber in den 80er Jahren und dann in den 90er spätestens diesen Schwenk rüber in die objektorientierte Denke und dort lautet eben die Ausgangsfrage, auf was arbeitet das System? Und dann erst, wenn wir diese Dinge, auf denen das System arbeitet, verstanden haben, dann fragen wir, okay, und was ist jetzt die Hauptfunktion von diesem Ding, was wir herausgefunden haben? Das heißt, die primäre Fragestellung ist hier rübergewandert und das hier wird zur sekundären Fragestellung und es ist unsere Art und Weise, wie man die Komplexität strukturiert. Dahinter verbirgt sich eine Theorie und das ist die Theorie der abstrakten Datentypen, das ist das, was Alan Kay auch vorher gesagt hat. Und die Definition, die daraus entsteht, ist die, Objektorientierung ist die Erstellung von Software-Systemen als strukturierte Sammlungen von Implementierungen und jetzt kommt das Unwort abstrakter Datentypen, ADTs. Das heißt, strukturierte Sammlung heißt nichts anderes, als dass die Klassen, so hießen die Dinger dann, die Klassen in Beziehung zueinander stehen. Entweder habe ich eine Ist-Ein-Beziehung oder eigentlich ich habe eine Hat-Eine-Beziehung. Is-A oder Has-A-Beziehung. Das heißt, das ist diese strukturierte und eine Implementierung eines abstrakten Datentyps ist nichts anderes als Übersetzung einer Klasse. Es ist nur die Frage, was ist so ein verfluchter abstrakter Datentyp, was ist es denn überhaupt? Wer hier im Raum hat Informatik studiert? Wer hier im Raum hat in seinen Vorlesungen den abstrakten Datentyp kennengelernt? Komisch, nur noch die Hälfte. Mein Gott, okay. Wer weiß denn heute noch, was ein abstrakter Datentyp ist? Zum Beispiel, was die Elemente sind. Matthias weiß es. Okay, einer. Das heißt, das ist der typische Effekt. Und das hier war die Kernidee des zweiten Pfades, auf dem die Mehrheit aller heutigen objektorientierten Entwickler sitzt. Das ist die Kernidee. So eine dieser Kernideen, die, wie der Tim so schön gesagt hat, ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Jetzt gucken wir uns mal kurz an, die Checkliste, die damals der Bertram Meyer aufgestellt hat. Er hat gesagt, wenn eine Sprache objektorientiert sein will, dann muss sie Folgendes erfüllen. Sie muss eine Modularität abbilden, also Geheimnisprinzip ermöglichen. Sie muss Datenabstraktion ermöglichen, das ist nicht genau der abstrakte Datentyp. Automatische Speicherplatzverwaltung. Klassen müssen möglich sein, um die Sprache zu erweitern. Eine Klasse ist ein ganz normaler Typ, der der Sprache hinzugefügt wird. Vererbung muss möglich sein. Es muss auch Polymorphismus und dynamisches Binden möglich sein. Und es muss auch mehrfaches und wiederholtes Erben möglich sein. Das war seine Checkliste. Und wenn man eben Eiffel hernimmt, oh großer Zufall, dann kann man überall ein Häkchen setzen. Eiffel beherrscht das bis oben hin und das Dach. Wunderbar. Und wenn man dasselbe heute mit Java macht, dann kommt man drauf, ups, diese Datenabstraktion, die funktioniert nicht richtig, die funktioniert nicht genau zur Hälfte auf der syntaktischen Seite und mehrfaches und wiederholtes Erben funktioniert auch nicht richtig. Ich kann es nicht auf Implementierungsebene, ich kann es nur auf Schnittstellenebene, also auf Interface-Ebene. Da kann ich mehrfach erben, aber nicht auf Implementierungsebene. Das da oben tut uns nicht so weh, aber das hier tut uns richtig weh. Wenn man sich das Buch von Joshua Bloch anschaut, das er 2001 geschrieben hat und das damals auch für einigen Wirbel gesorgt hat, nämlich Effective Java, da hat man eigentlich gemerkt, Moment mal, da stecken Widersprüche in dem Buch drin. Und diese Widersprüche kann man sehr schön und häufig zurückführen auf diese nicht oder nur halb umgesetzte Datenabstraktion. Das heißt, eigentlich hätte er sein Buch Defective Java nennen können. Das hätte auch ganz gut gepasst. Und tatsächlich, wenn man das Buch von 2001 und 2008 nebeneinander legt und sich mal anschaut, was sich da alles verändert hat, dann
sagte in 2008, tut mir leid Jungs, also in 2001 habe ich ganz schön daneben gelegen bei manchen Stellen. Blöderweise liegt aber auch 2008 nicht immer richtig und er tut sich immer noch schwer, weil er dieses Prinzip nicht zur Verfügung hat, obwohl er es sucht. Man merkt es in dem Buch und man merkt es auch, wenn man einfach mal in Java reingeht. Er ist ja der Chefentwickler gewesen, zuständig für das Collection Package und er sagt da die ganzen Fehler, die da drin stecken auch und die Probleme, die sie haben und die Design Flaws, die sie produziert haben. Er zeigt ganz deutlich, dass er in Verträgen denkt, man muss einfach nur mal die Java-Doc-Dokumentation sich anschauen, da stehen Contracts drin. Da steht auch wortwörtlich das Wort Contract. Einfach mal drüber suchen, die Dinger sind da. Er weiß, was er tut, aber er kriegt es nicht abgebildet. Dieses Buch hier kann ich nur empfehlen, ein sehr altes Buch über Objektorientierung, aber da hat der Bertram Meyer diese 7 Stufen eben beschrieben. Aber wir wollen nicht in der Vergangenheit schwelgen, wir wollen jetzt wissen, wie man es jetzt in Java. Problem scheint da zu sein, aber wie kann ich es denn lösen? Und jetzt versuchen wir mal, diese 2. Stufe in Java so umzusetzen. Was braucht man denn? Ein abstrakter Datentyp, für alle die, die es mal gehört haben und irgendwie wieder verdrängt haben, warum auch immer, besteht aus 4 Elementen. Element Nummer 1 ist, ich brauche den Namen des Typs. In unserem Fall, ich habe es auf Interface-Ebene, soll es ein Punkt sein und weil es Interface ist, ist es ein Punkt Spec. Spec steht für Specification. Das ist nichts anderes als eine Sammlung von Methoden mit einer bestimmten Signatur und das Ganze können wir im UML-Klassendiagramm als Interface so darstellen. Also ich habe 2 Get und ich habe 2 Set-Methoden für X und Y die Koordinaten dieses Punkts. Aber jetzt kommt halt im abstrakten Datentyp noch etwas hinzu, nämlich Pre-Conditions, die genau sagen, unter welchen Bedingungen diese beiden Methoden in dem Fall funktionieren, also aufgerufen werden können. Nämlich, wir fordern, dass x und y stets größer gleich 0 sein sollen und welche Post-Conditions gelten, das heißt, was ich dann im Gegenzug zusichern kann, wenn der Aufrufer der Methode setx die Bedingungen eingehalten hat, dass x größer gleich 0 ist, dann sichere ich im Nachhinein zu, dass eben nach Ausführung der Methode bei Aufruf von getx der Wert von x wieder zurückgeliefert wird. Ist vollkommen trivial, keine Frage. Aber wie kriege ich sowas Triviales, und deswegen habe ich das Interface gewählt, in Java unter? Denn nur wenn ich das hier abbilden kann, dann habe ich in Java vollständig den abstrakten Datentyp umgesetzt. Ganz einfach. Und da muss man sagen, großes Fragezeichen. Ja. Klasseninvarianten kommen auch noch, aber Invarianten kann man so verstehen, als wenn ich Pre- oder Post-Conditions habe, die sich für alle Methoden wiederholen, immer die gleichen sind, dann packe ich die in die Klasseninvariante. Bertram Meyer hat es ein bisschen anders gemacht, er hat es zur Implementierungsinvariante umgemünzt. Habe ich nie, ehrlich gesagt, richtig gemocht und verstanden, warum er das so gemacht hat. Wir verwenden es, um das Try-Prinzip einzuhalten, dass ich nicht jedes Mal die gleiche Bedingung hinschreibe. Jetzt kann man sagen, Quatsch, hey, funktioniert. Das Ding hier drüben, das sind nichts anderes als Zusicherungen. Du sicherst vorher, forderst du eine Zusicherung vom Aufrufer ab, hinterher gibst du eine Zusicherung an alle Aufrufer zurück. Zusicherung gibt es seit Java 1.4, eingebracht von der immer wühlenden und nie Ruhe lassenden Eifel-Gemeinde, die es nach wie vor eben gibt, und die eben gesagt haben, hey, könnt ihr jetzt bitte mal wenigstens das Assertion-Keyword einführen, so wie wir es auch in C++ haben. Kann man machen, dann sieht die Sache so aus, hat aber leider nicht den Effekt, den man haben möchte, hier mal am Beispiel einer Kehrwertmethode. Ich kann natürlich am Anfang der Methode so eine Assertion einbauen, aber ich habe 2 Probleme. Problem Nummer 1, wenn diese Methode überschrieben wird, dann ist die Assertion weg. Ich habe eigentlich 3 Probleme. Problem Nummer 2, wie komme ich von außen an diese Assertion ran, ohne dass ich in den Quellcode schaue? Ich will ja auf einem abstrakten Level damit arbeiten. Und Problem Nummer 3, wie hänge ich so ein Ding eigentlich an ein Interface? Wir wollen ja auf einer abstrakten Ebene arbeiten. Also das Assertion-Stichwort oder Schlüsselwort ist sehr gut, aber es ist nicht die Lösung unseres Problems. Es arbeitet nicht auf der abstrakten Ebene. Und das war die Kernaussage von Bertrand. Auf der müssen wir arbeiten können, damit das Ganze funktioniert. Weil, um das auch noch zu sagen, auf der Implementierungsebene zu arbeiten, hat Bertrand immer, und das ist richtig so, als Überspezifikation bezeichnet. Und in dem Augenblick, wo ich überspezifiziere, beschränke ich Freiheitsgrade, wo ich keine beschränken sollte und gebe Lösungen vor, wo ich keine Lösungen vorgeben sollte. Ich kann nicht mehr auf der Design-Ebene arbeiten. Ich bin sofort in der Umsetzungsebene drin. Das heißt, man muss zugeben, Java in seinem jetzigen Zustand hat hier unten ein Riesenproblem, da oben wie gesagt halt auch, aber das da unten tut uns richtig weh.
Und damit ist Java nach der Definition von Bertram Meyer keine objektorientierte Sprache. Übrigens auch viele, viele andere, die noch rumlaufen, genauso wenig. Da würde Alan Kay natürlich wieder sagen, siehste, ich habe es euch immer gesagt, nehmt Smalltalk und nehmt Lisp und ihr seid auf der sicheren Seite. Aber so ist die Welt nicht. Nach der, aber die hat ja Alan Kay zum Glück dann wieder ignoriert, weil die geht ja auf abstrakte Datentypen. Also, es gibt dann, machen wir es genau, es gibt dann überhaupt keine objektorientierten Sprachen, aber jetzt wollen wir sie trotzdem haben und was können wir da tun? Und das war genau die Idee, die wir aus Schweden da importiert haben und die der Ben weiter dann verfeinert hat. Ich muss dazu noch erklären, was sind Softwareverträge und wie funktionieren sie eigentlich in Java. Und die Kernidee, die man bei Softwareverträgen hat, ist total simpel. Sie ist nämlich urmenschlich und deswegen finde ich, ist da schon mal ein erster Hinweis drauf, dass es eigentlich sehr, sehr schön in die Agilität hineinpasst. Warum? Was machen Kinder, wenn man die auf einem, gerade in der Grundschule noch, wenn man die auf dem Schulhof betrachtet, Pause, sie kommen aus den Klassenzellen rausgestürmt und gehen auf den Hof. Was machen die als erstes? Wie bitte? Sich verschlagen, iPhone klauen, Heroin anbieten, okay. Ja, auch, wahrscheinlich, aber manche spielen sogar noch und die machen was ganz Erstaunliches. Bevor sie anfangen zu spielen, legen sie die Spielregeln fest. Die sagen, heute ist dort am Baum aus und da drüben, wer das erreicht, hat 10 Pluspunkte und außerdem, ich bin der Boss und jetzt lasst uns anfangen. So geht es immer los. Und die halten sich dann tatsächlich an die Spielregeln und nur dann macht das Spielen Spaß, wenn man die Spielregeln hat. Und ganz so ähnlich ist es auch im Entwickeln. Es macht im Entwicklungsteam nur Spaß, wenn ich mich an Regeln halte. Aber wo sind diese Regeln und wie kann ich sie nachlesen und wie kann ich sie festlegen? Das ist, was Softwareentwicklung angeht, sehr schwierig. Wir machen es mit Scrum auf einer Management-Ebene, wie wir zusammenarbeiten. Aber was heißt es für mein Modul? Wie kann ich da sagen, das sind die Spielregeln? So bitte mit dem Modul arbeiten oder mit der Klasse arbeiten und nicht anders. Die Idee, die Metapher, die sich dahinter verbirgt, ist die Metapher eines Vertrags, deswegen auch des englischen Contracts. Die Metapher lautet, ich habe einen Kunden und ich habe einen Anbieter. Der Kunde hat gewisse Rechte und er hat aber auch gewisse Pflichten. Die Rechte des Kunden sind die Pflichten des Anbieters und umgekehrt sind die Pflichten des Kunden die Rechte des Anbieters. Wenn wir Software entwickeln, haben wir komischerweise häufig die Brille auf, dass uns nur interessieren die Rechte des Kunden. Was soll ich dir liefern? Das ist die Frage. Was soll meine Methode, was soll meine Klasse, was soll die liefern? Wir schauen nur auf die Kundenseite und schauen nur, was für Rechte er hat. Das ist sehr einseitig und diese Asymmetrie führt auch schon dazu, dass wir massive Probleme bekommen, weil wenn wir auf der anderen Seite keine Rechte und damit der Kunde keine Pflichten hat, heißt es, lieber Kunde, wenn du meine Methode XY aufrufst oder meine Methode M aufrufst und ich habe keine Vorbedingungen, keine Pflichten dir gegenüber formuliert, heißt es übersetzt, ich funktioniere immer. Egal, was du mir lieferst, ich funktioniere immer. Ich sage immer, ich sichere immer zu, dass ich deine Rechte erfüllen werde, dass ich meinen Pflichten nachkommen werde. Dann sollte man ein S auf dem T-Shirt haben und immer, wenn es so weit kommt, das Hemd auseinanderreißen, dann kommt nämlich unser Superhero-Entwickler an und baut eine Methode, die immer funktioniert. Es gibt wohl kaum eine Methode, na gut, also getX, die funktioniert wahrscheinlich immer, da braucht man es nicht, aber keine, die ein bisschen komplexer ist, wo ich eben sagen kann, die funktioniert immer. Sondern es gibt immer ganz bestimmte Preconditions, ganz bestimmte Vorbedingungen, die erfüllt sein müssen, damit ich funktionieren kann, damit ich liefern kann. Und ich will ja auch liefern, aber hilf mir beim Liefern, lieber Kunde, und der Baum, mach erstmal deine Seite des Vertrags dicht, dann kann ich auf meiner Seite dafür sorgen, dass sie funktionieren. Das ist die ganze Kernidee. Und die hilft auch eine Menge beim Entwickeln, weil ich mich dann plötzlich auf einer sicheren Seite bewege, in einem definierten Raum, in dem ich sagen kann, die und die Bedingungen sind definiert erfüllt und unter diesen Annahmen kann ich auch arbeiten. So ganz nebenbei, dadurch vereinfacht sich auch der Quellcode. Ich brauche nämlich nicht irgendwelche abstrusen Sonderfälle abfangen, weil ich einfach sage, pass mal auf, diese abstrusen Sonderfälle, die sind gar nicht zulässig. Lieber Kunde, wenn die eintreten, hast du deine Pflichten verletzt. Kann ich auch gleich was sagen, wenn wir nach einer Assertion... Ja. Parameter von einem bestimmten Typ sind und dafür sichere ich zu, dass mein Rückgabewert von einem bestimmten Typ
Und tatsächlich wird auch die statische Typisierung als schwaches Design by Contract bezeichnet. Zumindest der Typ, den weiß ich schon mal, dass der eingehalten wurde. Aber wir wollen mehr, wir wollen auch die Semantik des Typs einhalten. Vielleicht noch ein Wort dazu. Dieses Bild ist auch noch deswegen entscheidend, wenn wir nachher Fehlermeldungen haben. Wenn meine Methode aufgerufen wird und sie liefert einen Precondition Error, eine Verletzung einer Precondition, wer hat das Problem? Wo muss ich den Fehler suchen? Beim Aufrufer, beim Kunden, genau. Und wenn ich einen Postcondition Error eben liefere, dann muss ich das Problem bei mir suchen. Das ist eine wunderschöne Arbeitsteilung und man glaubt nicht, wie viele Precondition Errors aufkommen und wie wenige Postcondition Errors. Und das ist nämlich auch eines dieser Komplexitätsprobleme, die wir in der Software haben, dass wir häufig Aufrufe haben, die gar nicht wissen, wie sie uns richtig aufrufen. Woher sollen sie es denn auch wissen? Es steht ja nicht mal oben in den Kommentaren drin, beachte dies und jenes, weil wir die dann schon wieder 2 Monate nicht gepflegt haben. Ja? Und wenn man das Ganze auch noch automatisch überprüfen kann, dass solche Verträge eingehalten werden, dann haben wir das Prinzip von Design by Contract umgesetzt. Das ist die ganze Idee. Das heißt, wir hätten gern Folgendes. Und das war die Idee von Jonas Bergström. Die hat er 2006 entwickelt und umgesetzt. Eigentlich schon früher. Er war vorher beim Telekommunikationsunternehmen, ist dann zu Bwin gewechselt in Stockholm. Und dort hat er ein Riesenproblem übernommen. Davon erzähle ich nachher. Aber seine Idee war genial. Er hat nämlich Folgendes gesagt. Pass mal auf. Wir können in Java, mit den Mitteln von Java, die syntaktische Seite vom abstrakten Datentyp, nämlich den Typ und die Funktion, die können wir beschreiben oder die Methoden. Geht. Kein Problem. Die semantische Seite, haben wir gesagt, da haben wir ein Problem, wissen wir nicht, wie es geht. Und dann kam er auf einen genialen Einfall. Ich definiere keine Metasprache, ich mache nicht irgendwas mit Prädikatenlogik, ich will einfach ganz normal weiterarbeiten, wie bisher auch. Ich will in Java meinen Vertrag formulieren können. Und zwar ganz einfach als eigene Vertragsklasse. Und er hat eine, und das war dann einer der Kritikpunkte, er hat eine Nomenklaturbeziehung zwischen den Methoden hergestellt. Das heißt, sie müssen natürlich die gleiche Signatur haben, aber auch die Precondition erkennt man an Pre-Underline ZX und die Postcondition für ZX erkennt man an dem Post-Underline und dann die Name und Signatur der Methode. Das war seine Idee. Und auf diese Art und Weise ist es plötzlich erstaunlich leicht, mächtige Verträge zu schreiben. Ich kann sehr viel ausdrücken, ich kann nicht alles ausdrücken, was ich mit Java ausdrücken kann. Ich habe alles, was Java mir zu bieten hat, zur Verfügung. Ich brauche keine neue Sprache lernen, sondern ich arbeite rein in Java. Und damit das Ganze jetzt nicht mal so abstrakt wird, schauen wir uns jetzt mal ganz konkret an und das gucken wir uns auch gleich in der Demo an, wie das funktioniert. Wir werden eine ganz simple Klasse A jetzt gleich bauen, der Ben wird es machen, in Eclipse und er wird kein Plugin, nichts verwenden, er wird einfach mit den normalen Mitteln von Eclipse arbeiten, bis auf eine Library, die du dazu klingst, nämlich C4J. Wir werden diese Klasse, wird eine Methode M haben, die nimmt 2 Parameter und gibt dann einen Parameter zurück. Und wir werden feststellen, dass die Klasseninvariante, die vorher gefragt wurde, dass die große Burgmauer außenrum ist um diese Klasse, die große Schutzmauer und dass wir eben, um an diese Methode ranzukommen, durch die Klasseninvariante durch müssen, sprich, die wird zuvor geprüft. Und dann gibt es noch eine kleine Schutzmauer um die Methode M herum. Und da gibt es eine Precondition und eine Postcondition dieser Methode. Und der Aufruf, den wir dann auf der Methode M der Klasse A ausführen, wird so aussehen, dass er zuerst durch die Klasseninvariante, dann durch die Precondition, dann erst durch die Methode durchgeht, dann durch die Postcondition, dann durch die Klasseninvariante und dann raus. Wir sagen, so ein Wahnsinn. Aus einem Methodenaufruf werden 5. Ja. Wir überprüfen konsequent, ob die Bedingungen erfüllt wurden oder nicht. Mein Gott, was passiert dann mit meiner Performance? Schalt die Dinger ab, wenn du es in Produktion gibst. Aber beim Testen, beim Integrationstest, beim Systemtest, hab sie an. Hilft eine Menge. Kann ich sie dann auch beim Kunden anschalten? Man kann sie anschalten. Das ist nämlich jetzt Praxis. Ben steht für Praxis und praktische Probleme. Er hat gesagt, ich will die Dinger anschalten können beim Kunden, aber ich möchte nicht, dass ein Assertion Error hochkommt, sondern ich möchte ein Logging haben in meinem Logfile oder Datenbank, dass ich sehe, was passiert ist. Genau das ist C4J 4.0, genau das haben wir eingebaut. Er hat gesagt, ich brauche kein Runterfahren des Systems, ich brauche nur die Meldung, Achtung, genau hier ist es jetzt passiert, in der und der Klasse, mit den und den verletzten Pre- und Post-Conditions. Und das Ding bauen wir jetzt gemeinsam. Ben, du hast freie Bühne. Aber ich kann natürlich erzählen, wenn du willst. Naja, erzähl ruhig weiter. Okay. Wir haben denselben Workshop vor 14 Tagen bei SAP gemacht und die haben auch gesagt, das ist eine lustige Mischung. Der eine blabbert die ganze Zeit und der andere programmiert. Das funktioniert super. Time of Days haben wir nicht. Wir fangen ganz neu an. Wir machen eine Klasse A. Wir sind Erfindungs...
Wir machen ein neues Java-Projekt, Dankeschön. Library zum ClassPath hinzufügen muss. Zack, zack. Machst du die beiden Time of Days zu? Geht das? Genau, ja, kann ich auch machen. Dann sind wir, grüne Wiese gefällt mir am besten. Gut, dann machen wir doch mal eine neue Klasse. Ja, die nennen wir A. Okay. Und Package Demo. Ja. Und die soll eine Methode M haben. Die gibt einen Int-Wert zurück und nimmt zwei Int-Werte X und Y. Und die implementieren wir auch gleich und du darfst die Summe zurückgeben. Jawohl. Jetzt machen wir eine kleine Demo zu unserer Klasse, damit wir das Ding auch ausführen können, die Methode M. Du machst einen Test. Er macht einen Test, das sieht man an Trainer. Er baut jetzt Test-Stream Development, wir bauen einen Test gegen das Ding, wir machen einen Test. Das war ja meine Intervention, weil eigentlich wollte er zuerst einen Test schreiben, aber... So, und da testen wir einfach, wenn wir 1 und 2 reingeben, was dann rauskommt. Das heißt ganz frech, wir überprüfen nicht mal das Ergebnis, sondern wir gucken nur, was passiert, wenn wir das Ding aufrufen. Ja, kannst du auch. Mach eher dann assert equals, dass das Ding 3 ausspucken soll. Okay, Dankeschön. So, und jetzt führen wir das Ganze mal aus und sind total gespannt. Und es passiert nichts. Kann auch nicht, weil wir haben noch keinen Vertrag, aber so programmiert ihr jeden Tag. Und jetzt machen wir mal einen Vertrag dazu. Ben, dazu müssen wir wieder, es gibt jetzt ganz kurz zwei Möglichkeiten. Nur für alle die, die Legacy-Code vor sich haben. Wir können in die Klasse hineingehen und ihr sagen, pass auf, du Klasse hast eine Vertragsklasse. Wir können auch den Spieß rumdrehen. Wir können in die Vertragsklasse reingehen und sagen, du Vertragsklasse schützt diese Klasse hier drüben. Wir zeigen jetzt, wir nennen dies den Intrusive Way, wir zeigen euch jetzt diesen Intrusive-Modus, weil der ist einfach schön und klar drunter zu schreiben, beim anderen müssen wir ein bisschen konfigurieren. Also, wir müssen eine Contract Reference einbauen auf die Vertragsklasse und die nennen wir aContract.class. Und jetzt ganz dicker Unterschied auch zu dem, was Jonas Bergström gemacht hat. Bei uns ist das eine Klasse, die da steht. Das heißt, Eclipse wird uns jetzt auch daran hindern, dass wir jetzt noch durchkommen. Er wird uns sagen, da fehlt was. Die Klasse gibt es gar nicht. Bei Jonas hat das nichts ausgemacht, weil da nur ein String stand. Hier wird die Syntax schon überprüft. Also wir müssen jetzt aContract aufbauen, eine neue Klasse bauen, eine ganz normale neue Klasse. Genau, die Klasse hat die Besonderheit, dass sie von der zuschützenden Klasse erbt. Jawohl. Und das ist genau unsere Verbindung, mit der wir sicherstellen, dass wir jetzt die Signatur der Methoden einhalten. Das müssen wir nicht tun. Und jetzt möchte ich zur Methode M eine Pre- und eine Post-Condition definieren. Und da wir die Signatur geerbt haben, müssen wir auch was zurückgeben, aber der Rückgabewert interessiert uns gar nicht und deswegen nennen wir das Ganze Return Ignore. Genau, das sind alles statische Imports, wie man auch hier oben sehen kann. Das heißt, das hier ist jetzt unser Ersatz für Pre-Underline, Post-Underline. Wir haben einfach zwei If-Statements eingebaut und jetzt in diesen If-Statements können wir tun, was wir wollen. Wir wollen aber nur eine Sache tun, wir wollen eine Precondition stellen. Ich möchte nämlich, dass der x-Wert stets größer 1 ist und dann immer die ausführliche Version, dass wir auch hinschreiben, was wir gefordert haben und ich möchte, dass y kleiner 2 ist. Diese String, was kleiner 2? Mhm. Diese Strings hinten sind quasi die Fehlermeldungen, die ich bekomme, wenn der Contract nicht eingehalten wird. Da kann ich beliebige Sachen hinschreiben. Also ich muss nicht einfach das Copy und Pasten, aber der Einfachheit halber schreiben wir da mal das Gleiche hin. Post-Condition machen wir keine. Wir werden jetzt einfach mal diesen Vertrag nutzen, indem wir jetzt nochmal unseren Test ausführen.
Und jetzt hat es plötzlich gerappelt. Vorher lief noch alles gut durch und jetzt plötzlich kommt was. Und hier steht jetzt für alle, die es nicht lesen können, java.lang assertion error, Doppelpunkt x größer 1 precondition violation. Ei. Wo haben wir dann den Fehler gebaut? Wir gucken mal nach im Test. Wir waren als, nee, im Test. Im Test haben wir tatsächlich den Aufruf 1,2. Und die erste Bedingung lautet, der Wert muss größer 1 sein. Das heißt, wir können jetzt einfach in unserem Stacktrace hochgehen und wir kommen dann auch tatsächlich auf die Contract-Klausel, die verletzt wurde, wenn ich gerade mal, genau. Und dann sehen wir, die hier wird verletzt. Ich kann es aber auch ablesen, einfach an dem, was mir als Ausgabe geliefert wurde. X muss größer 1 sein. Also, wir passen es an im Test, wir machen den Aufruf mit 2. Jawohl. Sorry, habe ich nicht verstanden, nochmal? Also im Stack, der wundert mich so ein bisschen, weil ich hätte gedacht, dass der Contract sozusagen ja, das Ganze umgibt und innen drin dann A im Aufruf und umgekehrt. Okay, stimmt. Aber wenn wir uns die Ausgabe anschauen, die auf den Trace kommt, dann ist die Reihenfolge richtig. Der Fehler allerdings kommt aus, wir haben hier Bytecode Instrumentation, das ist die Antwort. Das heißt, diese Pre- und Post-Conditions sind durch Bytecode Instrumentations ganz am Anfang, ganz am Ende der Methode eingebaut. Da ruft man dann eben dieses schützende Objekt auf. Und deswegen stimmt die Reihenfolge, die wir hier haben. Du hast schon weitergemacht? Nee, ich verdeutliche nur nochmal, wo die Pre- und Post-Conditions quasi eingebaut werden. Okay. In die Methode. So muss man sich dann vorstellen. Aber das wird durch den Übersetzungsprozess beim Klassenladen wird es gemacht. Also beim Klassenladen wird es dann eingebaut über Bytecode Instrumentation. So, ja, kannst du den Test wieder ausfüllen? Wir haben ja rein, also zumindest, aber jetzt müssen wir 4 vorne reinschreiben natürlich, weil 2 und 2 soll natürlich 4 geben. Ach so, ja. So, dann führen wir das aus. Ja, sollen wir es gleich machen, aber lass uns doch kurz gucken, dass die andere auch noch anschlägt. Tut sie auch, y muss nämlich kleiner 2 sein, also ändern wir die kurz mal ab auf 1. Und dann können wir wieder auf 3 gehen. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. Und jetzt läuft es durch. Auf der Konsole müssen wir ja Ausgaben sehen. Hier sehen wir jetzt auf der Konsole, was bei diesem Aufruf alles tatsächlich ausgeführt wurde. Fangen wir ganz oben an, Ben. Erstmal sagt er, das sagst du besser. Genau, ja, also das Framework stellt einen Logger zur Verfügung, wenn es keinen findet, dann wird auf der Konsole ausgegeben, was es macht. Wenn ich jetzt das nicht möchte, dann definiere ich einfach einen eigenen Logger. In der zweiten Zeile sagt er, dass er keine Konfiguration gefunden hat. Man kann das Framework also auch noch konfigurieren, dass er also die Default Configuration nimmt. Und dann geht es eigentlich los. Ja. Dann wird die Klasse A geladen und beim Laden der Klasse A sieht er hier diese Annotation und sagt sich, ja, alles klar, die Klasse A muss sich durch den Contract A-Contract schützen. Und das hier sind dann tatsächlich die Pre- und Post-Conditions, die ausgeführt werden, wenn der Code ausgeführt wird. Da wird jetzt zunächst die Pre- und Post-Condition für den Konstruktor aufgerufen. Die haben wir zwar gar nicht definiert, aber die werden dennoch ausgeführt. Und danach die entsprechende Pre- und Post-Condition für die Methode M. Jawohl. So, jetzt war es mal ein ganz einfaches Beispiel, einfach um den Mechanismus zu sehen. Was mich nervt, ist jetzt diese Ausgaben. Ich brauche es nicht. Wenn ich es mal gesehen habe, glaube ich es. Wie kriege ich es weg? Die Ausgaben. Also man kann es einstellen, ob man Warn-Level, Debug-Level, Trace-Level oder sonst was haben will, so wie es halt in Log4j klassischerweise ist. Gehen wir zurück auf die Folien. Wir haben jetzt noch eine Frage, nämlich Objektorientierung, das ist ja alles schön und gut und für eine Klasse glaube ich es auch. Ich glaube es auch, dass es mit dem Interface funktioniert, auch wenn wir es jetzt nicht gezeigt haben, zeigen wir morgen. Wie ist es denn, wenn Vererbung reinkommt? Das heißt, ich habe da oben eine Klasse A, die wir gerade hatten, die hat auch ihren Vertrag dabei, aber es gibt eine Klasse B und eine Klasse C, die erben jeweils von ihrer Übergeordneten und die überschreiben fleißig die Methode M. Was passiert denn jetzt? Das probieren wir doch einfach mal aus. Wenn du willst, ja, 5 Minuten, 4 Minuten haben wir noch. Das heißt, wir bauen jetzt eine Klasse B. Und diese Klasse B erbt von A. Und hat auch eine Methode, die die gleiche Signatur hat wie die Methode M. Perfekt.
Und jetzt machen wir statt x plus y wird dann plötzlich 2x plus y gemacht. Ups. Und dafür darfst du auch einen Test schreiben. Ich hätte eine Demo geschrieben. So, das heißt, wir testen jetzt die Klasse B, brauchen eine Instanz davon und jetzt führen wir auf der Klasse B die Methode M aus und zwar genauso, mach einfach nur 2, 1. Oder nee, wir machen natürlich 2, 2, wir sind ja blöd. Genau. So, jetzt führen wir mal diesen, kannst du auch noch machen, ja? Diesen Test führen wir jetzt mal aus. Und was würden wir erwarten? Wir würden erwarten, dass auch hier, es handelt sich um eine überschriebene Methode, die Semantik, was ich oben in meiner Klasse A definiert habe, dass die erhalten bleibt. Führen wir mal den Test aus, Ben. Und tatsächlich, es kracht, und zwar die Precondition y kleiner 2 ist nicht erfüllt. Das heißt, die Verträge werden vererbt. Und das ist auch notwendig, sonst kann ich mir den ganzen Zirkus sparen. Ja? Kann ich in B einen Vertrag noch spezifischer machen? Ja. Das ist jetzt Liskov, da kommen wir gleich dazu. Ich mache es erst mit den Folien, Ben, aber, oder mach erstmal den Vertrag spezifischer. Versuch's mal. Das ist nämlich jetzt eine zweiseitige Sache. Ich kann den Vertrag spezifischer machen für die Preconditions und ich kann es spezifischer machen für die Postconditions. Wir werden feststellen, das eine mit den Preconditions, das sollte man besser bleiben lassen, weil Barbara Liskov hat auch 1992 dann sich nochmal ein bisschen nicht korrigiert, aber ergänzt. Sie hat gesagt, also die Interpretation, dass Preconditions aufgeweicht werden dürfen, ist leider nicht zulässig. Lass sie, wie sie sind. Das werden wir auch gleich sehen. Postconditions hingegen dürfen verschärft werden. Ich kann immer sagen, ich liefere noch mehr, als ich schon zugesichert habe. Aber ich werde niemals sagen, dass ich unter einfachen oder unter schwierigen Bedingungen eben klarkomme. Das heißt, der Ben baut jetzt mal eine Precondition ein, dass y immer 5 sein muss. Das ist eine massive Einschränkung, die wir da vorgenommen haben. Und jetzt werden wir mal gucken, wie er darauf reagiert. Und das gucken wir uns am besten an in unserer Konsole. Und in der Konsole taucht jetzt eine ganz komische Meldung auf, nämlich, siehst du sie? Ja. Er sagt, tut mir leid, jetzt hast du Objektorientierung nicht ganz verstanden. Du versuchst hier eine Precondition zu verschärfen oder zu verändern, don't do it. Das ist die Aussage. Die Postcondition hingegen, die hätten wir, wenn wir sie gebaut hätten, verschärfen dürfen. Und das zeige ich noch ganz kurz in Folien und dann können wir auch eine kleine Pause machen. Jetzt müssen wir wieder auf die Folien wechseln, sonst bin ich machtlos. Dankeschön. Das ist also die Situation gewesen, die wir gerade gebaut haben. Glaubt mir, wir hätten es auch noch mit C bauen können. Wir haben es jetzt mit B und A gebaut. Und wenn wir das mit C gebaut hätten, dann sieht die Sache so aus. Ich versuche jetzt diese Methode hier unten aufzurufen. Die ist aber geschützt durch den Vertrag, der an A dranhängt. Und jetzt passiert Folgendes. Der Aufruf wird umgeleitet auf die Instanz von diesem Vertragsobjekt, macht dort die Klasseninvariante, wobei, auch das sagen wir gleich dazu, die haben wir wegoptimiert. Weil wenn man mehrere Methoden an einer Klasse aufruft, dann werden immer zweimal die Klasseninvariante hintereinander aufgerufen. Das hat auch der Jonas so gemacht. Das heißt, den ersten Aufruf kann man sich streichen. Aber dann gehen wir in die Preconditions rein und wenn die erfüllt sind, erst dann geht er runter zu der Klasse, zu dieser Instanz und führt dann tatsächlich die Methode M aus und dann kehrt er wieder brav zurück zur Vertragsinstanz, macht noch die Postcondition durch, muss checken, dass sie erfüllt sind und tatsächlich, die wird aufgerufen, die Klasseninvariante. Das ist der Fall für einen Vertrag in der Vererbungshierarchie und wie sieht der Fall aus für viele Verträge in der Vererbungshierarchie, schwenken wir gerade kurz um. Das sieht dann so aus, dass ich jetzt an jede der Klassen habe ich jetzt wieder einen Vertrag dran gehängt, das kann ich ja auch tun und habe dort zum Beispiel Verschärfungen oder Verfeinerungen vorgenommen. Und wie sehen dann die Aufrufe aus bei C4J 4.0, was wir hier verwenden? Ich habe dann tatsächlich am Anfang die ganzen Klassenvarianten werden ideellerweise durchgegangen, tun wir nicht, bei der Precondition nur die höchste und dann gehen wir unten rein in die Methode, während bei den Postconditions gehen wir dann durch alle brav durch und verunten die mit dem Hinweis, dass die nicht aufgeweicht werden dürfen. Wenn man dann eine Aufweichung reinmacht, bringt es auch nichts. Das Und wird es uns wegrassieren. Und dann haben wir die Klasseninvarianten und die werden auch miteinander veruntet.
So sieht dann der Ablauf aus. Und das ist die Umsetzung vom Liskovschen Substitutionsprinzip, das nichts anderes besagt, als wenn ich Polymorphismus betreibe, muss ich trotzdem sicher sein, dass ich die gleiche Verhaltensweise vor mir habe. Und das ist aus meiner Sicht ein guter Punkt, um jetzt mal einen Break zu machen. Das heißt, im zweiten Teil würden wir jetzt mal vorstellen, wie man das Ganze eben noch angewendet hat in Schweden. Und wir würden noch eine Demo machen, wo wir eine Klasse Time of Day bauen, dass man mal sieht, wie das Ganze wirkt. Und wir würden auch nochmal zeigen, was Design by Contract eigentlich war, weil das hat heute auch noch durchaus seine Aktualität. Und wir zeigen, wie das Ganze mit Test-Driven Development, also Agilität, und Test by Contract, was in Schweden angewandt wurde, zusammenspielt und dass es wunderbar eigentlich ineinander greift. Das ist in 5 Minuten, machen wir weiter. Wir machen jetzt die Türen auf als Zeichen, dass alle rausströmen können. Wenn noch einer zurückkommt, sind wir dankbar. Bis in 5 Minuten. So, es sind ja noch ein paar da, also machen wir weiter. Wir haben 2 Punkte, sollte ich noch sagen. Das eine ist, all das, was wir hier sehen, ist Open Source. Ja, das ist kein Produkt, nichts. Es ist so, wie der Jonas es auch schon gebaut hat, Open Source. Obwohl das BWIN in seinen Grundzügen entwickelt hat, das war damals die Auflage von Jonas, er wollte das Open Source haben und das pflegen wir auch. Das heißt, auch das, was wir jetzt neu, komplett neu hochgezogen haben, das ist ein komplett neues Framework, ist Open Source. Und das ist zwar, wie bitte? Genau. Und das. So, das Zweite, was ich noch zeigen wollte, ist, dass wir im Endeffekt hier etwas machen, dass wir immer hin und her, also die Grundidee von Design by Contract damals war eine ganz einfache. Man hat versucht damals zu beweisen, und damals, ich spreche jetzt wirklich von den 70er und 80er Jahren, auf einer abstrakten Ebene, dass ein Programm korrekt ist. Das war wirklich die Idee, die dahinter stand. Das hat auch toll funktioniert für Hello World, aber ein bisschen größer wurde es dann schwierig. Und da waren die abstrakten Datentypen halt die Kerntheorie, die Algebra, die dahinter stand. Es war nichts anderes als algebraische Umformungen mit einem Theoremlöser und mit denen wollte man dann zeigen, dass das Ganze eben das Programm sauber funktioniert. Das heißt, erster Entwurf und dann sollte es hier runter in die Implementierung gehen, indem man sich eben ganz gezielt an die Regeln hält, die man sich hier oben gegeben hat. Das hier unten war die Implementierung. Und der geniale Zug von Bertram Meyer war der. Er hat sich ein Paper von Hoare hergenommen und der hat nämlich gezeigt, Korrektheit bedeutet eigentlich nichts anderes, dass ich von hier, von der konkreten Ebene über die abstrakte Ebene in diesen abstrakten Zustand reinkommen kann, auf diesem Weg hier hoch oder aber über die Transformation auf der konkreten Ebene und dann hoch auf die abstrakte Ebene gehe und beides Mal komme ich im gleichen Zustand raus. Wenn das erfüllt ist, dann ist mein Programm korrekt. Das war seine Aussage damals. Und was der Bertrand mit Eiffel dann gemacht hat, das eigentlich ursprünglich rein als Designsprache entwickelt war, aber dann zur Programmiersprache wurde, ist, er sagt einfach, verflixt nochmal, dann lass uns doch hier von der implementierten Ebene hoch auf die abstrakte Ebene gehen und checken, ob alles in Ordnung ist. Und das nenne ich genau die Klasseninvariante checken und die Precondition checken. Dann lass uns hier die Transformation ausführen, die Methode ausführen und dann lass uns wieder oben hingehen, ob die Bedingungen, die für diesen neuen Zustand gelten auf der abstrakten Ebene, also die Postcondition und die Klasseninvariante, ob die eingehalten sind. Das ist die ganze Idee, die er gemacht hat. Das heißt, er hat nicht mehr mit dem Theoremlöser gearbeitet, sondern er ist einfach sehr pragmatisch immer wieder hochgeswitcht auf die abstrakte Ebene und dazu muss man den abstrakten Datentyp eben vollständig beschreiben können in der Programmiersprache. Und genau das machen wir. Das ist die ganze Idee, die sich dahinter verbirgt. Und wie haben wir das jetzt umgesetzt? Wie funktioniert das eigentlich? Ich habe am KIT immer so im ersten Semester dann gefragt, wer hier gehört nicht zur Familie? Ich meine, das ist ja ganz einfach, wenn man da drauf guckt, das schwarze Schaf guckt einen an, der String ist anders als die anderen. Tatsächlich ist es aber so, dass eben die anderen außenrum nicht zur Familie gehören, dass das eigentlich die Außenseiter sind und dass da viele, viele von diesen schwarzen Schafen rumlaufen und dass eigentlich die ganze Herde aus schwarzen Schafen besteht. Deswegen die Antwort auf die Frage, wie sieht eigentlich unser Schutzengel aus, die darf uns jetzt nicht verwirren. Diese Antwort muss logischerweise so sein. Es muss ein schwarzes Schaf sein, das muss aber irgendwie Schutzengelfunktion haben und das deuten wir immer mit diesem Heiligenschein an. Und wie funktioniert jetzt das Ganze, damit man sich vorstellen kann, wie dieses Framework eigentlich abläuft? Das ist nämlich auch
relativ einfach. Wir haben eine Form, das ist die Klasse, aus der ich beliebig viele Instanzen backen kann. Das ist unsere Klasse A. Mit new A versuche ich jetzt, eine neue Instanz von A zu backen. Ein neues schwarzes Schaf. Und jetzt passiert etwas. Das schwarze Schaf entsteht nicht, sondern tatsächlich wird die Aufforderung des Konstruktors weitergeleitet an unser Schutzengelschaf. Und erst wird das Schutzengelschaf instanziert und dann erst geht die Sache zurück zum eigentlichen Schaf und es wird instanziert. Das heißt, erst entsteht der Schutzengel und dann entsteht meine Instanz meiner Klasse. Und der Schutzengel hat Zugriff auf diese Instanz, erkennt sie über ein Member, über ein Attribut namens Target. Ja? Im Stack würde ich also hier eine Reihenfolge. Entschuldigung? Im Stack, wo man vorhin noch. Sollten wir die Reihenfolge genau, ja, so andersrum sehen. Und warum ist das notwendig? Ganz einfach, weil ein Konstruktor auch eine Pre- und eine Post-Condition haben kann. Deswegen müssen wir es so machen, es geht gar nicht anders, weil auch Konstruktoren können überladen sein und wenn sie überladen sind und Parameter haben, dann möchte ich zum Beispiel diese Parameter prüfen. Das heißt, egal wie viele Instanzen ich von A erzeuge, ich erzeuge immer einen Schutzengel dazu. Und das ist jetzt auch wichtig, das heißt, dieser Schutzengel hier kann einen ganz anderen Zustand haben als der, kann einen ganz anderen Zustand haben als der. Das heißt, die sind zustandsbehaftet. Ich kann alles tun, was ich damit tun möchte, was ich mit Java kenne. Und das erklärt auch, warum ich plötzlich auf eine relativ einfache Art und Weise sehr komplexe Verträge schreiben kann. Ich kann mir nicht auch Zustände merken. Das ist eins der großen Probleme auch immer mit Eiffel gewesen, dass man eben, wenn man versucht hat, zum Beispiel die Axiome eines Stacks zu beschreiben, dass man sich schier einen abgebrochen hat, zu erklären, dass das Element, das nach dem Pop wieder oben ist, das alte zweite Element war. Hier ein Kinderspiel, weil ich alles, was ich in Java habe, nutzen kann. So viel jetzt wieder zum Einstimmen, damit wir nach dem schweren LSP wieder mal auf den Boden der Implementierungsweisheit gekommen sind. Wie sieht jetzt die Syntax aus? Was hat der Ben eigentlich da reingebaut? Und es ist gar nicht viel. Pre haben wir schon gesehen, die statische Methode Pre, um eine Vorbedingung einzuleiten oder zu umfassen. Post, um eine Post-Condition zu definieren. Result haben wir auch gesehen. Nein, haben wir noch nicht gesehen. Result ist nämlich der Rückgabewert einer Methode. Das können wir fast gleich noch machen an der Methode M. Old, damit kann ich auf den Zustand eines Attributes beim Betreten der Precondition zugreifen, und zwar in der Postcondition. Old wird immer aufgerufen in der Postcondition. Wo brauche ich das? Wenn ich zum Beispiel einen Stack habe und ich lege ein Element oben drauf, dann sage ich new, also count ist gleich old count plus 1. Das heißt, die Anzahl hat sich um 1 erhöht. Damit arbeitet man mit old. Und dann gibt es Annotationen. Die eine Annotation @target, damit definiere ich, diese Variable soll genau meine Referenz auf target sein. Die nennen wir auch typischerweise target. Dann haben wir die Möglichkeit, eine beliebige Methode zur Klasseninvariante zu erklären. Das heißt, da packen wir alle Assertions rein, die sowohl in den Pre- als auch in den Post-Conditions stets gelten müssen. Also zu allen sichtbaren Zeitpunkten, so hat es Bertram Meyer genannt, gelten immer die Klasseninvarianten, wird da ausgeführt. @pure ist eine Methode, die definitiv seiteneffektfrei ist. Und da hat Bertram Meyer etwas getan. Ich finde es bis heute klasse. Es wird bis heute nicht berücksichtigt und es heißt Command Query Separation. Command Query Separation heißt nichts anderes, als dass ich entweder ist meine Methode ein Kommando, dann hat sie einen Seiteneffekt, aber keinen Rückgabewert. Das sind alle Methoden, die mit Void eingeleitet werden, gnadenlos bei Bertrand. Oder es ist eine Query, dann hat sie einen Rückgabewert, hat aber definitiv keinen Seiteneffekt. Die kann ich 10.000 Mal aufrufen, es wird sich nichts am Zustand der Instanz verändern. Und wenn wir uns jetzt mal die Java-Klassenbibliothek anschauen, da wimmelt es von weder Command noch Query, sondern beides gleichzeitig. Und das sind genau die Methoden, die auch immer wieder Ärger verursachen, gerade für unbedarfte Benutzer, wo man richtig gerne reinmarschiert. Wenn man dann unbedingt so eine kombinierte Methode braucht, zum Beispiel aus Transaktionszwecken, dann darf man sie nach Bertrand auch bauen. Aber bitte zusammengesetzt aus zwei elementaren Methoden, die entweder ein Command oder eine Query waren. Ja? Das geht dann wieder. Aber bitte geh immer runter auf die Elemente. Und das hilft unheimlich viel, ein sauberes Design zu schaffen. Ganz einfach. Und mit @pure markieren wir die Methoden, die Queries sind. Die nur Abfragen sind, absolut seiteneffektfrei. Und in Verträgen dürfen wir nur Methoden verwenden, die seiteneffektfrei sind. Es dürfen nur Queries in den Verträgen verwendet werden. Ja?
Es ist eine Markierung, die überprüft wird, aber das ist noch experimenteller Status. Das habe ich ganz klein, dachte ich, hingeschrieben. Auf der nächsten Folie ist es dann. Es ist nämlich nicht so ganz easy, das alles zu überprüfen. Jonas hat es nicht geschafft, Ben ist nahe dran, aber wir haben es noch im experimentellen Status, deswegen sind wir auch noch in der Beta-Version. Das ist so eine der Baustellen, an denen wir gerade noch kämpfen. Aber es funktioniert auf jeden Fall als reine Markierung, sprich nur Queries dürfen in Verträgen auftauchen. Warum? Weil mein System sich durch das Hinzufügen der Verträge natürlich in seinem Verhalten nicht verändern darf. Das wäre ja fatal, wenn ich da plötzlich ein Kommando ausführen würde und dadurch funktioniert dann auch die Methode unten und dann nehme ich einen Vertrag weg, dann fehlt dieser Kommandoaufruf und plötzlich funktioniert mein System gar nicht mehr. Deswegen dürfen in Verträgen nur Queries drinstehen, nur AddPure-Methoden. Und das wird auch überprüft, du jammerst, wenn da einer mit Nicht-AddPure ankommt. Wenn es dann eingeschaltet ist. AddContractReference ist genau das, was wir vorher gemacht haben. Wir zeigen von der Klasse oder von dem Interface auf unsere Vertragsklasse drüber. Oder aber wir drehen den Spieß um. Also das ist die Intrusive-Methode und ich kann es aber auch Non-Intrusive machen, also nicht eingreifend, wenn ich mit Legacy-Code arbeite. Dann werde ich die Vertragsklasse mit AddContract als Vertragsklasse markieren und sage dann in einem Configuration-File, du bist die Vertragsklasse für diesen Legacy-Klasse da drüben. Das geht auch. Das ermöglicht es mir auch, für Klassen, für die ich den Quellcode gar nicht habe, Verträge zu schreiben. Also da kann ich dann einfach von außen sagen, hey, ich mache jetzt einen Vertrag an irgendeine Klasse von zum Beispiel Hibernate oder einem anderen. Es gibt auch Vorschriften in Unternehmen, dass keine Zeile Code angerührt wird. Das hat gar nichts mit Legacy zu tun. Selbst wenn es neuer ist, es darf keine Framework-Zeile auftauchen in meinem produktiven Code. Und wenn das der Fall ist, wenn ich diese Vorschrift habe, dann nutze ich eben diesen Weg. Dann gehe ich mal von außen ran. Dann wissen diese Klassen überhaupt nicht, dass eine Vertragsklasse für sie existiert. Ja? Eine Frage. Ja. Zu dem Old. Wenn ich in der Post-Condition bin, dann ist ja die Operation schon gelaufen. Ja. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt ein fettes Objekt ist, muss ich den ganzen Zustand, den alten Zustand abspeichern, damit ich drauf gucken kann, oder? Vollkommen richtig. Ein fettes Objekt, es wird auch nur die Referenz gespeichert. Das heißt, hier funktioniert Old und man muss immer runter auf die Attributebene gehen und sich den Wert merken. Also bis man auf dem elementaren Typ ist, wo die Referenz dem Wert entspricht. Kann ich so formulieren? Genau, also Abfragen des Zustands ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Da wird nur die Objektreferenz gespeichert. Wenn okay. Eigentlich ist also die Referenz auf das referenzierte Objekt sozusagen einfach nur. Ist das nicht das gleiche wie Target dann? Nein, also wie gesagt, wenn ich auf das referenzierte Objekt gehe und dann hole ich mal dort Count. Count ist vom Typ Int. Ja. Dann habe ich den alten Wert von Int. Den er hatte in der Precondition. Ich kann da schon eine Methode aufrufen. Wer merkt sich denn den alten Wert von Int? Also alle Attribute. Nimmt er sich vorher, zieht er den ab? Nee, er guckt, was gefordert ist, ja, was er merken muss in dem Old. Ach so. Und merkt sich das dann entsprechend und stellt es dann in der Post-Condition zur Verfügung. Okay. Und das ist auch thread-safe gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Das geht halt nicht für Objekte, sondern für Skalaren. Man muss runter auf die Skalaren tippen, genau. Könnte man tun, aber das ist dann wieder die Sache mit Performance. Jonas hat auch davon Abstand genommen und Jonas hat wirklich viele Verträge geschrieben, werden wir nachher sehen. Und offensichtlich reicht es aus, ja. Und wir wollten pragmatisch bleiben. Nicht perfekt, sondern pragmatisch. So, hier einfach mal ein paar Beispiele. Wir haben das schon gesehen, wie Pre und Post, das heißt einfach diese beiden If-Statements aufbauen und zwar genau in der geerbten und überschriebenen Methode setX. Das heißt, diese Vererbung dient für uns wirklich nur dazu, dass wir die Konsistenz der Signatur einhalten, dass wir gezwungen sind, auch da was hinzuschreiben, also die richtige Signatur einzuhalten. Durch das Add-Override kriegen wir ja auch gesagt, wenn wir da Mist gebaut haben. Die Result-Variable, die Result-statische Funktion, die haben wir bisher noch nicht verwendet. Die ist sehr schön, um eben den Rückgabewert der Methode hier bei getX in meinen Assertions verwenden zu können. Das heißt, hier frage ich den Int-Wert ab. Das wird auch automatisch auf den richtigen Wert dann gesetzt. Ich muss nur hinschreiben, int-result kriegt den Wert von result und dann kann ich mit dem result arbeiten und zum Beispiel zusichern, dass dieses Ergebnis der Methode größer gleich 0 ist. Was haben wir noch? Wir haben ein Target. Auf diese Weise kann ich eben in meiner Vertragsklasse einfach sagen, die ist vom Typ pointsBec, wenn es ein Interface war und das ist a Target und dann wird Target die Referenz nach der Instanzierung sein auf mein zu schützendes Objekt. Eine Klasseninvariante, ich kann jede beliebige hier kann ein beliebiger Name stehen, eine beliebige Methode, wir nennen es aber meistens auch Class-Invariant. Da kann ich durch AddClass-Invariant markieren, dass es sich um die Klassen-Invariante handelt. Wir wollten keine Nomenklaturabhängigkeit haben, wie es der Jonas hatte. Bei ihm musste das Ding Class-Invariant heißen, bei uns ist es egal, wie es heißt.
Das wird alles über die Annotationen geregelt. Und die Signatur, das stimmt, ja. Und dann Pure heißt, dass es sich eben um eine seiteneffektfreie Methode handelt. Add Contract Reference habe ich gerade schon erklärt. Das ist eben das Intrusive aus dem Interface. In dem Fall zeige ich rüber auf meinen Vertrag. Und da halten wir uns an eine Nomenklatur, aber das ist auch nicht notwendig, aber es ist leichter, um eben sichtbar die Sachen zuzuordnen. Und der umgekehrte Weg ist Add Contract. Ich gehe in Point Contract rein und sage, es handelt sich um einen Contract. Und dann hat der Ben eben in einer eigenen Konfigurationsdatei, weil das vom Laden der Klasse nicht anders möglich war, wird er nachgeschaut und der ist der Kontrakt für die und die Klasse. Das guckt er dann über die Vererbung, sieht man das zwar auch, aber auf die Weise wird es dann bewerkstelligt. So viel zu der, das ist alles, was man wissen muss. Das ist der ganze, wie soll man sagen, Methoden- und Annotationsschatz, der hinzugefügt wird, mehr brauchen wir auch nicht und damit kann man arbeiten. Und dass man damit arbeiten kann, das ist die Seite von Jonas. Ich glaube, das zeigen wir jetzt am besten mal mit einem Beispiel mit Time of Day. Wir werden es nur anreißen, das Beispiel, weil es wird morgen im Tutorial dann ausführlich durchgemacht. Ist aber wirklich ein sehr schönes Beispiel, weil da kommt alles vor. Dieses Beispiel, für jeden, den es interessiert, kann man bei Eifel, bei ISE, Interactive Software Engineering Kalifornien, der Firma von Bertram Meyer, kann man sich das anschauen. Die haben das als PowerPoint-Animation gemacht. Und da wird dieses Beispiel erklärt, so nach 20 Minuten Animation. Und da kommt man spätestens, finde ich, auf den Geschmack. Ben hat schon einiges vorbereitet. Wir haben eine Klasse Time of Day. Die hat, erklärst du. Genau, wir haben drei Attribute, Hour, Minute und Second. Also die Klasse repräsentiert einen gewissen Zeitpunkt an einem Tag. Und entsprechende Getter- und Setter-Methoden haben wir. Und wir haben hier unten noch eine Methode, IsBefore, also ein gewisser Zeitpunkt an einem Tag vor einem anderen liegt. Die Implementierung ist vielleicht noch nicht so ganz richtig. Aber genau, wir schauen uns jetzt im Folgenden. Wir haben auch noch einen Test. Das ist ganz schön. Den können wir auch mal laufen lassen. Alle Tests grün. Wunderbar. Und wir wollen jetzt dazu mal einen Vertrag schreiben. Den nennen wir Time of Day Contract. Der wieder von Time of Day. Genau, dann fangen wir vielleicht einfach mit der ersten Methode an. Ein Vertrag für GetHour. Und ich habe mir ein Eclipse-Template geschrieben, damit ich nicht mal dieses History raus alles hinschreiben muss. Wenn ihr das einfach da reinpastet. Okay, was haben wir für Preconditions? Bei GetHour würde ich sagen, ganz ehrlich, keine. No precondition identified yet. Nein, kann ich auch weglassen. Nur schöner Stil aus unserer Sicht ist, schreibt es hin. Weil es kommen doch immer, irgendwann merkt man, verflucht, natürlich. Ja, und das ist die Aufforderung. No precondition identified yet. Bisher habe ich noch nichts gesehen. Genau, also wenn es keine precondition gibt, dann kann ich es auch weglassen. Wir haben morgen, machen wir in dem Tutorial den Equals Contract. Dann gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht in Java Doc und dann bauen wir den ganzen Vertrag. Und wir werden feststellen, den Vertrag kann man lesen, weil da steht fast exakt das Gleiche. Und wir behaupten, wir können tatsächlich den Inhalt von diesen if pre und if post oben in Java Doc reinladen und es ist lesbar. Wenn man schön grob schreibt. Ja, aber das tun wir ja alle. Naja. Okay. Aber so ist die Idee, weil anders geht es nicht, wenn man es dokumentieren will. Aber tatsächlich ist es so, dass man die Vertragsklassen recht gut lesen kann. Also, wenn man sich daran gewöhnt hat. Und es ist gar nicht viel. Aber Postcondition ist die. Also, ich möchte zusichern, dass ich, wenn ich den Ergebniswert habe, deswegen brauche ich Result und es ist vom Typ Int. Also, hole ich mal das mit der statischen Methode Result. Dann kann ich zusichern, dass dieses Result stets größer gleich 0 ist. Also, ich will auch eine 0 als Hour zulassen. Übrigens, das ist Design. Ich entscheide gerade, ich könnte auch sagen 1. Die Hour muss immer mindestens 1 sein. Kann ich auch tun. Oder die Sache mit der 24, da wird es deutlicher. Machen wir mal weiter. Und ich will auch zusichern, dass Result immer kleiner gleich 23 ist. Das heißt, ich will keine 24 da sehen.
kann ich durchaus machen, wenn ich einen Radiowecker habe, das sieht man oftmals 24:00 bei Mitternacht. Ja, das sind einfach Designentscheidungen. Das heißt, weshalb, so gut, mehr habe ich nicht. Hast du was? Soll ich noch was? Ich meine, ich hätte noch was, aber ja. Das ignored heißt, wir haben eine Rückgabewert bei GetHour. Wir haben es ja durch die, wir haben diesen Zwang zum Rückgabewert geerbt und brauchen den aber gar nicht. Und deswegen sagen wir, vergiss es. Und ignored generiert mir einen Dummy-Rückgabewert, der aber von ihm dann auch gar nicht beachtet wird. Ja. Wie würde ich denn sicherstellen, wenn ich die 24 erlauben würde, dass ja. zum Beispiel keine Minuten dann da sind? Dass keine Minuten da sind. Also versuchen wir es. Bis genau 24:00 geht, aber nicht 24:01. Machen wir es. Also, wir wollen 24 erlauben. Könnte man mit dem Oder machen? Ja, jetzt machen wir 24 wird erlaubt. Nein, komm. Erstens mal, wir erlauben, dass 24 da ist, wollen das aber jetzt verknüpfen damit, dass wir sagen, und gleichzeitig muss etwas anderes gelten. Und jetzt machst du bitte eine If-Bedingung außenrum. Das ist ganz wichtig. Wir fangen jetzt an, Java zu programmieren, so wie wir es normalerweise ausdrücken in Java. Und das war getMinute, also du musst dir vom Target getMinute holen. Jetzt sagt er auch, Target kenne ich gar nicht. Schöne Frage, Dankeschön. Wie kriegen wir jetzt das Target rein? Das hat man vorher kurz gelernt. Wir bauen uns einfach hier oben ein kleines Attribut. Wie gesagt, unsere Vertragsklassen sind zustandsbehaftet. Ich kann da ein Attribut reinhängen. Die heißt Time of Day. Vom Typ her heißt Target, wird mit @Target markiert. Damit habe ich den Zugriff auf mein zu schützendes Objekt. Und jetzt kann ich in Target getMinute, kann ich mir die Minute holen und kann sagen, die muss exakt 0 sein. Und wenn das der Fall ist, dann sichere ich zu, dass es eben auch kleiner gleich 24 sein darf. Else sichere ich zu, dass es kleiner gleich 23 ist. Vertrag gemacht, Deal made. Auf diese Weise kann man, behaupte ich, durchaus mit seinem Kunden auch reden. Ich bin hier so der Product Owner, er ist Solution Owner, Development Team. Ja? Eben, dieses, schaut es euch mal bei ISE an. Also wir machen mal weiter. Wir haben nämlich noch eine Bedingung. Machen wir mal ein bisschen mehr. Der Solution Owner kommt nämlich jetzt noch an und sagt, Herr Romberg, ich möchte aber, dass Minute und Second sich nicht verändern. Dass sie nicht verändert sind, dass der alte Wert gleich dem neuen Wert ist. Ja. Ach, Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Jetzt war ich zu weit. Wir sind beim Getter, mehr haben wir nicht. Das haben Sie vollkommen recht mit dem Gesichtsausdruck. Da hat nichts dazu zu verloren. Doch, können wir gleich machen. Machen wir am besten, also wenn wir intrusive arbeiten, ist es am schönsten, man sagt es hier, GetHour ist eine @Pure-Methode. Und damit haben wir auch gesagt, auch wenn es nur in der Experimentierversion automatisch überprüft wird, hier wird sich nichts verändern. Alle Attribute bleiben auf ihrem ursprünglichen Wert. Genau, aber man kann es auch umdrehen. Ich könnte auch dieses @Pure reinschreiben in die Vertragsklasse. Das wirkt genauso. Also wie gesagt, wir sind jetzt gerade im Intrusive-Modus, wir könnten aber alles non-intrusive machen. Der Ben hat sehr weit gedacht, der kennt die Anforderungen aus der Realität. Das heißt dann Pure-Target, um dann herauszugeben, was nicht diese Methode Pure sein muss, sondern die Pure-Methode. Okay, was sollen wir als nächstes machen, Ben? Wir wollen mal die Tests laufen lassen. Gut. Ja, bis wir zu @before kommen, dauert es eine Weile. Ben, das machen wir morgen. Ja? Eigentlich war das so gedacht, dass der Test jetzt viel schlägt. Nein, da nicht. Einfach. Aber ich will den Test noch kurz ergänzen. Okay. So. Dann schlägt er nämlich 4. Weil ich ja jetzt hier ein Time-of-Day-Objekt konstruiert habe, so die Minute 1 ist und die Stunde 24. Und das haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Und genau hier schlägt dann der Contract 8. Passt. Ich dachte schon, wir machen das mit Teil der Leistung. Ja, genau, da war ich gerade unterwegs. Dann war die Minute natürlich 0 und dann hat es noch gepasst. Okay. Gut, aber mehr dazu morgen alles im Tutorial Day. Genau, das spielen wir nämlich dann mal intensiv durch und Coding Dojo, da darf jeder mal vorne hin und darf dann mitmachen. Ja? Das macht richtig Spaß nach einer Weile. Also man kriegt dann wirklich nach einer Weile, es ist ziemlich easy, also ich kann es auch. So, gehen wir zurück, Ben, zu den Folien, weil eins würde ich gerne noch durchtonnen.
Das haben wir jetzt mal verstanden, hoffentlich. Dieses Vokabular ist einfach, wen es interessiert. Das sind die alten Seiten von C4J, das ist die Zweier-Version vom Jonas. Ja? Da stehen aber wirklich schöne Links drauf. Da zum Beispiel ist der Link auf die Eiffel-Präsentationen, wo eben erklärt wird, diese Animation, wo man dann sieht, wie eben die Cyber Contract wirkt und wie man es in Eiffel zumindest macht. Er hat auch sehr schön die Kriterien hingeschrieben, die für C4J gelten und die gelten auch nach wie vor. Wir haben die Stärken, die der Jonas definitiv drin hatte, nämlich alles ist in, ich muss keine neue Sprache lernen, es ist alles in Java formuliert. Es ist eine klare Trennung zwischen Produktivcode und Vertragscode. Es ist einfach zu lernen, es ist geringer Overhead, es ist sehr performant, haben wir alles beibehalten. Aber wir haben halt die Agilität noch hinzufügen wollen. Das war das Feedback vom letzten Entwicklertag. Da haben wir gesagt, darauf gehen wir ein. Und jetzt die erste Version, die Ben abgeliefert hatte, da haben wir deswegen die Haare zu Berge gestanden, weil dies hier ist ein Beispiel Buffer Spec, einfach so ein Ringpuffer, den man da oben sieht. Und wenn man den Vertrag sich anschaut mit einem Ansatz, der rein auf Annotationen besteht, und den hat Google übrigens kürzlich rausgebracht, aber ich glaube nicht, dass sie darauf stolz sein können, dann sieht das Ganze, es basiert nicht auf Modern Jazz, dann sieht die Sache so aus. So sieht deren Produktivcode dann aus, wenn man mit diesem Annotationsansatz anfängt, reinzugehen. Und das ist für mich das abschreckende Beispiel, wie man es eben genau nicht machen soll. Es wird zum einen verflixt viel mit Strings gearbeitet, das heißt, zur Compile-Zeit sehe ich überhaupt nicht, ob da ein Problem ist. Erste Ausführungszeit kriege ich die seltsamsten Fehler. Und das Einzige, wo dieser Weg hinführt, und ausgerechnet den hat Google veröffentlicht, ist, ich hasse nach einer Weile Verträge, weil die machen mir so viel Ärger, die machen mir mehr Ärger, als sie mir Nutzen bringen und sie verschandeln meinen Code. Und es wird übersetzt, es wird wie durch einen Precompiler durchgeschickt, es wird dann übersetzt und wird dann in Methoden umgemünzt. Also, forget it. Also, so kann man nicht arbeiten. Und so ähnlich war der allererste Ansatz von Ben auch. Also, so ähnlich kam es mir dann vor. Und dann habe ich gesagt, Ben, ja, ja. Ben, genau. Aber ich habe ihm gesagt, Ben, das dürfen wir nicht. Ja? Es muss sogar so weit gehen, dass wir überhaupt nicht, dass die produktive Klasse überhaupt nichts von uns weiß. Also einfach bitte vergessen, es laufen einige Frameworks rum, die auf diesem Ansatz laufen. Das funktioniert nicht. Wir haben es an KIT ein Semester 2008 probiert. Die Leute sind wahnsinnig geworden. Ja? Und wir haben ab 2009 im Sommersemester umgestellt auf C4J und dann, ab da lief's wirklich verhältnismäßig ruhig. Ich meine, Studenten sind die brutalsten Tester. Das gibt es überhaupt nicht, was die alles falsch machen. Aber auf diese Weise haben wir noch eine Menge an Fehlern gelernt. Das ist die neue C4J-Webseite. Die ist längst noch nicht so schön wie die vom Jonas, aber freier Download der Beta-Version, Beta 4 ist es im Augenblick, glaube ich, von C4J 4.0. Feedback ist immer herzlich willkommen. Draufgehen, runterladen, ausprobieren, spielen und sagen, was noch aufgefallen ist. Genau. Die Installationsschritte, wie man das Ganze einbaut, stehen auch alle da. Das sind genau diese vier Schritte. Wir haben es vorher gesehen. Mehr ist nicht zu tun. Also wenn ich ein neues Projekt anlege, eben die richtige Umgebungseinstellung wählen und dann auch den Class Path erweitern. Mehr ist es nicht. Und wenn man jetzt nochmal die Weiterentwicklung von C4J, also von vor einem Jahr und jetzt anschaut. Das eine war, Verträge werden in Java formuliert, machen wir weiterhin. Verträge stehen in eigenen Klassen, machen wir weiterhin. Verträge sind normale Java-Klassen, das heißt, sie können auch Zustände speichern, machen wir weiterhin. Verträge können auch für Interfaces definiert werden. Ganz, 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 ganz wichtig, dass ich auf der Interface-Ebene arbeite. Joshua Bloch beschreibt es sehr schön in seinem Buch, dass er seine Entwickler bei Sun damals angehalten hat, in der Signatur von Methoden nur noch mit Interfaces zu arbeiten, nicht mehr mit Implementierungsklassen. Ich kann sagen, so ein Schwachsinn. Ja, aber ich kann es verstehen, weißt du. Man lässt damit die Freiheit, mit welcher Implementierung dieses Interfaces man tatsächlich arbeiten will. Das lässt demjenigen, der die Methode umsetzt, die größte Freiheit. Das ist konsequent. Also auf jeden Fall auf Interface-Ebene arbeiten können und Vererbung wird gemäß LSP tatsächlich vollständig unterstützt. Auch das haben wir beibehalten. Was bringt C4J 4.0 darüber hinaus? Die Nummer 4.0 rührt daher, dass Jonas ein C4J 3.0 entworfen hatte, aber niemals released hat. Da waren schon einige Ansätze drin, aber er hat gemerkt, dass der Baukasten, auf dem er aufgesetzt hat, die Grundstruktur nicht mehr getragen hat für 3.0 und deswegen hat er es eingestellt. Wir waren bei ihm in Stockholm und haben halt mit ihm gesprochen und das ist der Grund, warum wir eine vollkommene Neuentwicklung gemacht haben und auf C4J 4.0 gegangen sind. Damit ist es aber auch die Inkompatibilität zum alten C4J 2.7.5 auch klar herausgestellt. Es ist leider so, aber es ging nicht anders, wir haben mit ihm gesprochen. Es ist agil, Vertragslasten sind vollständig refaktorierbar. Das war für uns das ganz, ganz Wichtigste, das absolute Prio 1 und das haben wir auch intensiv durchgespielt, es geht.
Es geht auch der Non-Intrusive Mode. Der Produktivcode kann im Non-Intrusive Modus vollständig frei von Zusatzkonstrukten gehalten werden, ideal für Legacy Code. Und Old Unchanged, das haben wir jetzt noch nicht ausprobiert, weil das hat noch was mit AppPure zu tun, das ist auch noch experimentell. Und zur Laufzeit überwachte AppPure-Eigenschaften von Methoden mit dem Sternchen, das heißt nämlich experimentell im Augenblick noch. Wir arbeiten vor allem mit Old. Und es ist robust, das heißt, es ist parametrisierbar, ob Assertion Errors zum Systemabbruch, wie bei Eiffel oder C4J 275, oder aber nur lediglich zum Logging der Vertragsverletzung führen, was ideal ist, um beim Kunden rauszufinden, was denn da eigentlich gerade unter der Haube passiert. So, was verändert sich denn jetzt, wenn wir Softwareverträge in Java nutzen? Ja, oh, Entschuldigung, ja. Ja, also die Contracts haben ja unter Umständen ziemlich verschnörkeltes If-Else-Coding, was auch hilfreich wäre zu testen. Ja. Ich versuche es mal zu beantworten. Ich glaube, ich habe die Frage verstanden. Man kann die Verträge genauso behandeln wie eine normale Klasse. Okay. Ja, und deswegen kann ich es auch normal testen. Das tun wir auch tatsächlich. Ich kann es auch debuggen mit meinen normalen Debug-Werkzeugen. Aber normalerweise sollten die Verträge auch so gestaltet sein, dass sie immer recht überschaubar sind. Also dazu kommt es auch selbst, der Equals-Contract, und der ist kompliziert, wird sehr einfach. Mehr dazu wirklich morgen im Tutorial Day, aber es ist tatsächlich so, einfach eine normale Java-Klasse vor sich haben. KIT. Hier sitzen ja mindestens drei davon, die das erleiden durften. Wenn man jedes Erstsemester 600 Studenten vor sich hat, die im Programmieren ausgebildet wird, hat man eine geniale Chance. Die haben null Ahnung vom Programmieren. Die glauben einem alles. Das heißt, man tut jetzt einfach mal so, dreht die Zeit um 20 Jahre zurück und tut jetzt mal einfach so, als wäre der abstrakte Datentyp nicht in Vergessenheit geraten und baut ihn einfach in den Lehrplan ein. Das haben die Informatiker übrigens Anfang der 90er noch gehabt. Das ist irgendwie da weggeflogen. Der Ralf Reusner ist ja unterwegs hier und der hat auch gesagt, eigentlich wundert es ihn, weil das Ding ist nicht schlecht. Man macht es einfach. Und dann merkt dann Überforderung, Unterforderung, naja, eher die erste Seite, aber trotzdem, was mache ich da auf dem abstrakten Scheiß? Im zweiten Semester, interessante Reaktion, man gibt ein Übungsblatt raus ohne Verträge, weil bisher waren immer Verträge dabei, sofort die Reaktion, wo ist der Vertrag? Ja, super, funktioniert. Aber was noch besser funktioniert, am Ende des zweiten Semesters hat man eine Truppe, das sind dann noch 300, die übrig geblieben sind von den 600, hat man eine Truppe, die sich an die Verträge gewöhnt hat und die damit arbeiten können und die auch verstehen, was so ein Vertrag bedeutet, wenn da so eine Assertion kommt. Und was macht man jetzt mit denen? Man macht ein Experiment. Man lässt die unter Zeitdruck, unter 45 Minuten, 60 Minuten habe ich euch gegeben, aber da war ja vorher noch ein bisschen Geschwafel, 45 Minuten hatten sie Zeit, um eine Klasse zu bauen und die sollte in Produktion gesetzt werden. Es wurde also klar gesagt, ihr habt 45 Minuten Zeit, dann müsst ihr eure Klasse auf den Server legen und dann wird die direkt in den Airbus eingebaut, der hebt ab und fliegt nach Singapur. Und wenn er einen Fehler gemacht hat, kann es sein, dass alle tot sind, die an Bord sind. Also ich gebe so ein bisschen Druck aufgebaut. Nichtsdestotrotz, wir haben drei Gruppen gehabt. Und diese Gruppen haben jetzt was mit diesem Bild hier zu tun. Wir sagen den Jungs immer, wir versuchen euch in diesem einem Jahr, Wintersemester und Sommersemester, durch folgende Evolutionsstufen zu führen. Entschuldigung, es ist immer die Klasse Punkt. Ihr haut die Variablen der Klasse Punkt, X und Y, einfach gnadenlos in Quellcode, programmiert prozedural, über, das ist der Homo strukturlos, hin zum Homo methodicus. Ihr wisst wenigstens, dass es sowas wie eine Struktur gibt und verwendet Klassen dafür, ähnlich wie in C, ja, als Struct, über zum Homo modulus, der was vom Geheimnisprinzip versteht. Ihr arbeitet jetzt richtig schon mit Klassen. Ja? Geheimnisprinzip verbergt die Variablen, die vorher offen lagen, und macht Getter- und Setter-Methoden, hin zum Homo abstractus, der dann tatsächlich auch noch mit Interfaces vorher definiert, was er da eigentlich haben will, leider nur auf der syntaktischen Seite, und dann erst implementiert, das sieht dann so aus, hin zum Homo, wo ist er? Zum Homo objectus. Und dazu wollen wir ja unsere Leute eigentlich ausbilden, das heißt, dass sie auch noch verstehen, dass es nicht nur die syntaktische Seite ist, sondern auch die semantische Seite und dass das Ganze auch vererbt wird, zum Beispiel der Equals Contract von der Klasse Object, die man ja, ob man will oder nicht, immer beerbt.
und so gar nicht versteht, was da eigentlich drin steht manchmal. So, und dann haben wir tatsächlich diese beiden Verträge in jeder Instanz unserer Klasse Punkt drin. Und das ist unser Ziel. Und jetzt haben wir was Fieses gemacht. Wir haben die gegen die gegen die antreten lassen. Wie haben wir das gemacht? Na, ganz einfach. Wir haben 50 Leute in einen Raum, zufälligerweise ausgewählt. Du bist Gruppe A, Gruppe B, Gruppe C. Gruppe A kriegt die Aufgabenstellung und ein Interface, damit sie wissen, wie die Klasse technisch aussehen soll. Also so gesehen waren sie eigentlich hier. Gruppe B bekommt Aufgabenstellung, Interface und eine Testklasse dazu. Der Test war schon gebaut. Wie nett. Gruppe C bekommt Aufgabenstellung, Interface, Testklasse und die Verträge zum Interface dazu. 45 Minuten Zeit, legt los, ladet eure Ergebnisse hoch, denkt an den Airbus. Denkt an die 500 Leute. Legt los. Was jetzt passiert ist, so sieht das Ergebnis aus, aber ich sage noch kurz, was passiert ist. Nach 15 Minuten, Gruppe A, Herr Buchwald, ich bin fertig, kann ich gehen? Ich bin fertig, ich habe nichts mehr zu tun, steht. Ja? Guckt da nochmal an, denkt an die 500 Leute. Ich kann da mal drauf schauen, aber das Ding steht. Kein Problem mehr, gebaut. Ja? Gruppe B, verflucht, und warum haut es den Test immer raus? Gruppe C, nichts mehr, nur noch krummeln und programmieren und Gestöhne. Ja? Und am Ende der 45 Minuten, wenn man hochgeladen hat und alle nach Hause gegangen sind, haben wir das, wenn wir 300 Leute hergenommen haben, haben wir das mal überprüft. Nur die Seite ist interessant, alles ist 100% richtig. Wir befinden uns in einem Airbus A380. 5% der Teilnehmer von Gruppe A hatten die richtige Lösung gefunden. Es war wirklich keine allzu schwierige Klasse. Aber der Airbus hat permanent damit gearbeitet. Nur 5% waren richtig. 20% von Gruppe B hatten die richtige Lösung und 30% von Gruppe C hatten die richtige Lösung. Alle im gleichen Raum, alle mit der gleichen Aufgabenstellung, aber der eine hatte mehr Informationen über die zu lösende Klasse als der andere. Und jetzt ist einfach nur die Frage, was kostet es mich denn eigentlich, so einen Vertrag zu schreiben? Wenn ich dadurch den Unterschied zwischen dem und dem hinbekomme und natürlich auch noch testgetrieben arbeite. Das heißt, testgetrieben und Verträge, die Kombination, die scheint was in sich zu haben. Das ist Faktor 6 dazwischen, der Wahrscheinlichkeit, dass ich das richtige Ergebnis auf Anhieb finde. Und das ist ein Wort aus meiner Sicht. Das heißt, das sind die drei Gruppen. Und jetzt, wie passt das Ganze zusammen? Erkläre ich es noch kurz. Jetzt bringe ich noch mal kurz die Story von Eifel. Das hier drüben ist TDD. Ich baue erst den Test, genau. Dann implementiere ich, dann ist der Test rot, dann implementiere ich, dann refactor ich und so sehe ich es aus. Dann müssen wir die Animation noch anpassen. Das ist TDD. Ja, kennen wir ja. Beachten wir alle, können wir alle, lieben wir alle. Design by Contract war was komischerweise anderes. Habe ich auch den falschen Ansatzpunkt, aber fangen wir da an. Wir bauen den Vertrag. Wir bauen das Interface, wir refactoren das Interface und arbeiten auf dieser Seite. Hä? Wie? Wo? Was? Was soll der Quatsch? Das geht doch gar nicht. Wir können es kurz noch andeuten, aber ich tue es nicht. Wir werden es morgen machen im Tutorial Day mit dem Stack. Wir werden einen Stack entwickeln rein auf der Interface-Ebene, ohne auch nur eine Methode zu implementieren. Und wir werden feststellen, dieses Interface ist stabil, es hat schon alle Methoden, die es braucht und ich weiß sehr genau, was es braucht und ich kann bei der Implementierung direkt loslegen. Ich weiß, was gebaut werden soll. Ja, den werden wir morgen durchführen. Und das war Bertram Meyers Idee. So die Typen definieren erst. Und dann den Übergang hier schaffen, durchaus mit Tests, das hat er damals auch gesehen. Und diese Kombination von Design by Contract mit Test-Driven Development funktioniert aus meiner Sicht sehr gut, werden wir aber erst im Feldversuch feststellen, wenn wir C4J eben dann ausgerollt haben. An Trainer sind da unsere Versuchskaninchen? Nein, nur die, die wollen. Keine Angst, Roland. So. Das heißt, OOP ist die Erstellung von Software-Systemen als strukturierte Sammlung von Implementierungen abstrakter Datentypen, die hier eben definiert werden und dann tatsächlich umgesetzt werden. Das ist die Idee dahinter. Und jetzt, was hat der Jonas Bergström in Schweden gemacht? Der Jonas kannte diesen Zyklus, hatte aber gar nicht groß drauf gearbeitet, sage ich gleich, sondern er ist auf ein Integration-Level gegangen und hat dort Integrationstests durchgeführt und hat natürlich ist zur Implementierung zurückgegangen. Wenn es nicht gut gelaufen ist, dann wieder hier hochgegangen. Aber was er vor allen Dingen gemacht hat, er ist sehr früh auf den Systemlevel hochgegangen und hat dort das Feedback eingeholt. Was war denn eigentlich sein Problem? Ich zeige es kurz mal, das sieht man hier an diesem Bild. Der Jonas hätte heute Morgen uns einen Vortrag gehalten über das Thema Poker, Online-Poker. Dass er für eine Firma in Stockholm gearbeitet hat, die von bwin übernommen wurde
Und diese Firma, On Games hießen die, diese Firma hatte eine Poker-Engine gebaut. Und diese Poker-Engine produzierte viel, wie soll man sagen, Ungemach. Der hat gesagt, pro Woche hatten sie Dutzende von Fehlermeldungen und das ist beim Online-Poker eine sehr teure Angelegenheit. Seine Story, um es mal ganz zu erzählen, sieht so aus. Sie wollten dieses Online-Poker machen als ein White-Label-Service und haben das auch an viele Anbieter verkauft mit Erfolg und haben dann feststellen müssen, das hier ist die Kurve für Online-Banking, die Anforderungen ans Online-Banking über verschiedene Aspekte hinweg, wie Scale-Out-System bis hin zu Scalable-Device-Processes. Und wenn man sich Online-Banking anschaut, das manchmal als die Krone der Schöpfung angesehen wird, dann ist das ein Kinderspiel gegenüber dem, was eben hier hinten White-Label-Poker, Online-Poker darstellt. Das heißt, sie haben es ohne es zu wollen und ohne es zu wissen, sich eine der schwierigsten Tasks rausgesucht, die man haben kann. So seine Definition. Das ist eine Originalfolie von ihm. Und was sie dann gemacht haben und was ist passiert? Sie haben diese Online-Poker-Engine rausgegeben und es gab nur diese Fehlermeldung, es gab nur Ärger und 2006 haben sie sich entschlossen, das Ding muss vollkommen neu entwickelt werden. Wir haben keine Chance mehr, auf dem Ding weiterzumachen, wir kriegen die Fehler auch nicht raus. Und der Jonas hat den Auftrag bekommen, diese Entwicklung zu führen. Und dann hat er eine Bedingung gestellt, eine Vorbedingung. Er hat gesagt, Chef, ich mach's, aber nur, wenn ich im Gegenzug ein halbes Jahr vorher Vorlauf bekomme und ein Framework entwickeln kann, um die Sign by Contract in diesen Entwicklungen einfließen zu lassen. So ist C4J entstanden, Contracts for Java. Er hat ein halbes Jahr sein Team hergenommen, sie haben dieses Framework hochgezogen, dann haben sie Folgendes gemacht. Sie haben, und das war das, was ich auf dem Bild vorher versucht habe darzustellen, zeigen wir es nochmal kurz. Sie haben auf dieser Ebene, auf der System-Level-Ebene, jede Nacht ihre mit Verträgen versehene Poker-Engine bombardiert mit Pokerspielern. Pokerbots. Und die haben sogar beschissen, die Kerle. Er hat gesagt, so wie im echten Leben. Die haben auch gesehen, was da im Internet abgelaufen ist. Das heißt, jede Nacht wurde intensiv mit der Poker-Engine gespielt und jede Nacht haben die Verträge angeschlagen. Und das erste Release durfte erst dann raus, wie kein Vertrag mehr gemuckt hat. Obwohl er aktiviert hat, haben alle Verträge nach einer Nacht spielen gesagt, alles in Ordnung. Erst dieses Release ging raus. Und jetzt ist die Frage, ja, was bringt mir das? Gucken wir mal kurz. Ach so, Entschuldigung, noch ein kleiner Exkurs. Was der gemacht hat, war nichts anderes. Kennt jemand noch die Induktion? Den Induktionsbeweis. Es ist nichts anderes als eine Induktion, die abläuft. Das heißt, ich muss einen Induktionsanfang haben, deswegen brauche ich übrigens auch Tests. Und dann wird mit den Verträgen sichergestellt, dass mit jedem Schritt die Bedingungen eingehalten werden. Ich ende nur nie, ich komme niemals zur Verallgemeinerung, sondern es ist immer nur ein fortlaufendes Induktionsschritte. Das kann man, so kann man es sich vorstellen. Das sind diese Dominosteine. Wenn er vorne umfällt, dann wird er auch hinten umfallen. Das ist sichergestellt, also funktioniert meine Applikation. Das ist die Metapher dahinter. Aber jetzt zurück zum Jonas. Was bedeutet das für die? Bevor sie, also mit der alten Poker Engine hatten sie im Monat ungefähr so einen Stapel an Fehlermeldungen. Das war teuer, das war schlecht, das war tödlich für die Firma. Bwin kommt rein, übernimmt den Laden, weil sie sagen, ihr habt die richtige Idee, aber irgendwie schlecht gemacht, macht es nochmal. Und das war jetzt nach 30 Monaten, ich habe mit Jonas nochmal gesprochen, nach 30 Betriebsmonaten haben sie es geschafft, 2 Fehlermeldungen zu haben. Und vorher pro Monat diesen Haufen. Und diese 2 Meldungen waren wirklich dann nochmal special, 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 special cases, ja, wo man auch sagen kann, ist jetzt nicht so gravierend, das wäre dort wahrscheinlich noch aussortiert worden, nach, also das ist jetzt unser geringstes Problem. Das wurde jetzt zum Issue. Das heißt, die haben plötzlich eine Qualität geliefert, die gleiche Mannschaft, die sie vorher nicht fähig waren zu liefern, weil sie die Komplexität im Griff hatten. Und die Antwort sind diese Stäbchen. Man findet mit diesen Verträgen sogenannte Boundary Conditions, Edge Conditions oder Corner Conditions, das heißt Randbedingungen von Zuständen, die, wenn sie auch noch im mehrdimensionalen Raum aufeinandertreten, zu subtilen Fehlern führen. Und diese subtilen Fehler, die finden wir häufig erst beim Kunden. Der Kunde meldet uns irgendwas, man mühsam 3 Wochen lang beobachtet man, versucht nachzustellen, was da passiert. Ein ganzes Team setzt sich dran und untersucht, was abgeht. Und dann hat man die Erkenntnis, dass in der und der Konstellation tatsächlich dieser Fall nicht berücksichtigt war. Ein inkonsistenter Zustand im System auftritt. Ja. Ja. Er hat gesagt, sie haben vorher schon ähnlich gearbeitet, aber sie haben es niemals geschafft, an diese fiesen Fehler ranzukommen. Die wurden fleißig mit ausgeliefert, weil die keiner mitgekriegt hat. Niemand hat die Logfiles so durchsuchen können und sehen, ah, das kann ja gar nicht sein, das ist inkonsistent.
Hier mit den Verträgen macht es Knall, alles bleibt stehen, so hat das gebaut gehabt. Und man sieht tatsächlich, da ist jetzt was passiert. Man konnte genau nachvollziehen, wie dieser Zustand zustande gekommen war. Also, und deswegen abschließend nochmal, gibt es Schutzengel in Java? Ja, es gibt. Sie sehen halt nicht so hübsch aus wie die normalen Schutzengel, aber sie haben unheimlichen Wert. Und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen und Antworten. Das Stack machen wir alles morgen, das brauchen wir nicht mehr. Ben und ich stehen zur Verfügung. Wir möchten hier, könnten wir jetzt mal alle fragen, was sie davon halten. Also wir hätten es nicht gebaut, wenn wir hier nicht überall Ja geantwortet hätten, dass es jetzt funktioniert. Ja? Das war unser Ziel, was wir hatten. Aber ich mache noch was anderes. Das war das Feedback, was wir bekommen haben von den Teilnehmern bei der internen Antrainer-Workshop zum Thema C4J 4.0. Weil wir haben das natürlich vorher auch intern immer wieder ausprobiert. Und da ist ganz interessant, was da rauskommt. Mehr Sicherheit pro Punkte, mehr Sicherheit bei der Implementierung, aufgeräumter Quellcode, stabile Interfaces. Ich mache mir mehr Gedanken vorab, Performance-Gewinn. Interessanterweise Performance-Gewinn. Warum? Weil ich den Quellcode nicht mehr so komplex machen muss, weil ich mal unnötige Abfragen sparen kann. Weniger Missverständnisse, die sich in impliziten Annahmen verstecken, eine bessere Spezifikation oder endlich mal eine Spezifikation. Vererbung von Verträgen ist bärenstark und wichtig. Vererbung und Postconditions, hier auch nochmal besseres Design und Problemtrennung. Ich trenne wirklich zwischen der VARS-Ebene und der Umsetzungsebene. Negative Punkte, ich habe mehr Code. Mehr Code heißt mehr Klassen, da tauchen plötzlich Vertragsklassen auf. Ich habe einen größeren Zeitaufwand, stimmt, ich muss mich erstmal um die Vertragsklasse auch kümmern, die muss erstmal definiert werden. Es ist teilweise unübersichtlich, nämlich dann, wenn ich noch nicht das richtige Gefühl habe, wo ich eigentlich eine Vertragsklasse dranhänge, ob oben oder unten im Baum. Tests werden zusätzlich gebraucht, stimmt, die brauche ich immer noch. Das ist nämlich unsere Induktionswurzel, unser Induktionsanfang. Ich kann den größten Mist beweisen, wenn der Ausgangspunkt nicht stimmt. Es sind noch Sandkastenbeispiele, die wir in der Schulung durchgeturnt haben. Dann haben wir halt eine Schippe draufgelegt, dann war es nicht mehr Sandkasten. Und abstrakter Ansatz, stimmt, da soll er sich bewegen. Und die Frage, wie man das in Teams reinbringt, dann ist es definitiv eine Gewohnheitsänderung. Stimmt alles. Das war das Feedback, was wir bekommen haben. Jetzt sind wir gespannt auf das Feedback, was wir morgen noch bekommen werden beim Workshop und auf eure Fragen. Ja. Ich habe noch einen Con, der ist für mich ein Schlussstopper, und zwar GPL ist halt im professionellen Einsatz nicht machbar. Eclipse. Habe ich vorhin fast verstanden. Ja, habe ich unter sich geredet. Nee, klar, mit GPL. Ja, dann wäre es viel einfacher. Okay. Nee, Eclipse Public Library. Okay, so, Marc, du bist wieder dran. Ich bin dran, ich habe mal noch eine Frage. Genau. Ja. Aber bringt Concurrency neue Probleme bezüglich Design? Ich habe das auch einen Jonas gefragt, wie es bei sich halten. Jonas hat C4J 2.7.5 und Ben hat auch C4J 4.0 durchaus für Nebenläufigkeit vorgesehen. Also zum Beispiel, wie die Old-Funktionalität funktioniert. Jonas hat aber was sehr Schönes gesagt. Hat gesagt, Hagen, im Zeitalter von Multicore würde ich euch stark empfehlen, immer single-threaded auf verschiedenen Prozessoren zu arbeiten. Ihr erspart euch eine Menge Ärger, weil natürlich decken die Verträge dann inkonsistente Zustände aus, die durch das Zerhacken von der Nebenläufigkeit entstehen können. Spart euch den Ärger, sie haben angefangen, Service-Inseln auf einzelnen Prozessoren aufzubauen und sind viel glücklicher damit gelaufen. Gut. Kann man darüber diskutieren. Also es geht und die Verträge decken es auch auf, aber trotzdem wird man da nicht schlauer, weil man dann anfangen muss, fleißig Blöcke zu bilden, zu synchronisieren. Da kommt man nicht raus. Wenn ich jetzt in Scala programmieren würde, könnte ich das auch einsetzen? Ich habe es noch nicht probiert. Ich weiß nicht, bei Scala gibt es so eine Besonderheit mit den Annotationen, glaube ich. Ich weiß nicht, ob da vollständige Kompatibilität herrschen würde. Müsste man sich mal anschauen. Aber Scala erlaubt natürlich ein paar schönere Syntax-Sachen, die man da vielleicht noch einbauen könnte. Also da wird sich vielleicht empfehlen, ein eigenes Framework, was darauf aufsetzt, zu bauen. Also rein technisch müsste ja gehen, wenn das Ding mit binär Char-Files irgendwie Class-Files umgehen kann. Genau, das fällt ja auch bei Scala raus. Ja. Aber probiert haben wir es noch nicht. Ich weiß es nur nicht, wenn man eine Contract-Reference an den Trade schreibt oder so, was dann, ja, was er dann macht. Ja, ja, vielleicht auch ein bisschen unschön, den Contract in Java zu programmieren. Ja, das wäre genau wieder der Sprachwechsel, den wir vermeiden wollen. Gute Antwort, hätte ich mir auch einfallen lassen können. Das geht auf jeden Fall, aber ich weiß noch nicht, ob es mit dem heutigen Stand so gut zu benutzen ist. Müssen wir mal ausprobieren. Gute Erfahrung nach, was Coding am Ende entfernt. Man kann ja auch argumentieren, aus Sicherheitsgründen,
Ich habe nicht nur gut gemeinten Partner draußen von Usern gehabt, aber ich muss den Kontrakt auch zur Laufzeit überprüfen, sonst spare ich mir das Error-Handling-Test, finde ich es nie. Ja. Also das habe ich tatsächlich so gemacht. Ich habe in den 90er Jahren auch ein Framework geschrieben, damals für, bitte festhalten, Powerbuilder, weil wir das so eingesetzt haben. Und das war natürlich auch nicht so elaboriert wie das hier. Wenn meine Kunde in Frankfurt mich angerufen hat, hat gesagt, Buchwald, bei uns im Handelsraum steht alles, Ihr System. Ja. Dann habe ich als erstes gefragt, okay, Herr Ansprechpartner, nennen Sie mal bitte die Fehlermeldung, die konkrete Fehlermeldung. Und dann stand da, Precondition so und so, das und das. Und er sagt, aha, also Herr so und so. Kann es sein, dass Sie ein neues Finanzprodukt eingespielt haben? Wie kommen Sie denn darauf? Ja, kann es sein, dass Sie ein neues Finanzprodukt eingespielt haben, genau den Typus? Da muss ich nachfragen. Nachgefragt, ja, warum? Er sagt, okay, war im Vertrag nicht vorgesehen. Wir hatten auch abgemacht, dass dieses Finanzprodukt nicht kommt. Und damit war die Sache ziemlich schnell beendet, und zwar ungefähr nach 2 Telefonaten. Keiner ausgerückt, nichts passiert. Deswegen, Verträge vor Ort anmachen können, hat Riesenstärke. Aber sie sollten nur da liegen und nicht während der Produktion stören, sondern dann anmachen, wenn man Problem entdeckt hat. Sorry. Ach so, dass im Contract Betriebsgeheimnisse drin stecken. Das gibt es auch. Also, Bertrand hat seine Systeme, die er in Eifel hat bauen lassen, immer mit eingeschalteten Preconditions ausgeliefert. Kann man machen, aber man muss den Performance-Overhead sich anschauen. Und wenn es zeitkritische Applikationen sind, wo es auf jede 10 Sekunde, wie bei der deutschen Börse zum Beispiel, ankommt, dann lässt man sie besser raus. Wie ist denn der Performance-Speicher-Overhead, wenn man es ausgeschaltet hat? Wenn man es ausgeschaltet hat? Null. Null ist ja nicht möglich, weil man muss irgendwo eine Abfrage, ich laufe, okay. Also bei jeder Methode muss er ja nicht. Aber das ist tatsächlich null, weil beim Laden der Klasse wird die Klasse instrumentalisiert. Beim Laden der Klasse, genau. So. Und wenn das ganze Framework nicht an ist, dann wird die Klasse ganz normal geladen und ganz normal ausgeführt. Ja, ja. Die Contracts sind alle nicht, die Annotationen sind alle nicht zur Laufzeit sichtbar. Das heißt, auch irgendwelche Frameworks, die auf Annotationen basieren, werden dadurch nicht beeinflusst. Auch das haben wir von Jonas gelernt. Okay, ich glaube, Zeit ist um. Ben und Hagen werden noch eine Weile hier sein, denke ich.